So, herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Ich habe mit der Aufzeichnung begonnen. Mit eurer Teilnahme erklärt euch einverstanden, dass das aufgezeichnet wird und im Internet veröffentlicht wird. Im Moment seid ihr nicht zu sehen, nur ich bin zu sehen auf der Aufnahme. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr euch jetzt ausloggen. Der Chat ist aus verschiedenen Gründen. Der Ton bei euch ist auch aus. Wenn ihr sprechen wollt, schalte ich den Ton an jeweils. Wenn es zu Problemen kommt, technischer Art und Weise, dann bitte eine Mail an mich senden. Da jetzt der Chat aus ist, ist es schwierig für euch, jetzt euch zu vernetzen. Macht das bitte irgendwo anders über Facebook oder sowas. Das möchte ich jetzt hier nicht auch noch abfackeln sozusagen. Ganz wichtig noch, ich bin kein Arzt, ich bin auch kein Psychotherapeut und das Ganze ist keine Psychotherapie und ersetzt das auch nicht. Des Weiteren ist es keine Rechtsberatung und ersetzt auch das nicht. Ganz wichtig. Und wenn ihr sprecht, möchte ich euch unbedingt bitten, keinen Namen zu nennen. Macht es bitte so, dass, wenn es um Personen geht, dass sie nicht zu erkennen sind. Und wichtig noch ist, dass ihr nicht sagt, dass jemand sozusagen eine Straftat begangen hat, ohne dass ihr das beweisen könnt. Das dürft ihr auch nicht machen, weil das selber strafbar ist. So, das zur Vorrede. Für die, die mich noch nicht so kennen, ich bin der Gopal und ich bin Traumatherapeut und spiritueller Lehrer. Und die Idee hier ist, dass wir uns einfach zusammenfinden. Ja, das ist sozusagen der Kern des Ganzen, dass ihr, wenn ihr betroffen seid, nicht das Gefühl habt, dass ihr alleine seid. Und ihr habt die Möglichkeit, hier einfach eure Situation mal zu beschreiben, dass andere oder die Gesellschaft oder ja, Menschen in verantwortungsvollen Positionen mitbekommen, was für ein Leiden vorhanden ist, wie die Situation ist. Ich werde dann vielleicht nach der Pause, nach einer Stunde, dann einfach euch was sagen, was ihr generell machen könnt. Also aus Traumasicht, wie ihr euch und euren Kindern eventuell helfen könnt, das besser zu überstehen alles. Ja, soweit der Vorrede. Immerhin sind fast 50 von euch eingeloggt. Also dann fangen wir einfach an. Wer was sagen möchte, hebt die Hand. Da gibt es eine Möglichkeit, hier die Hand zu heben müsst ihr anklicken, also nicht so machen, weil ich euch nicht alle gleichzeitig sehen kann, sondern hier über die Funktion hier im Zoom Hand heben. Dann sehe ich euch in der Liste. Und dann kommt ihr nach vorne und dann seid ihr zu sehen und zu hören. Und wenn niemand was sagen will, ist auch in Ordnung, dann erzähle ich einfach von mir aus ein bisschen was. Ja. Und es ist gut, dass ihr euch nicht von öffentlichen Räumen aus einloggt, weil vielleicht laufen dann Passanten durchs Bild, die gar nicht im Internet zu sehen sein wollen. Das wäre nicht so gut. Also bitte nur aus euren Privaträumen. So, da hat jemand die Hand gehoben. Paul. So, Paul. Die Frage wäre jetzt einfach, möchtest du sichtbar sein auch? Dann würde ich dich bitten, deine Kamera anzumachen. Wenn nicht, kannst du die auch auslassen. Und ich schicke dir jetzt einfach ein Signal, wo du dann den Ton anmachen kannst. Also das ist natürlich jetzt technisch so ein bisschen eine Herausforderung, ja. Ist klar. Paul, du müsstest bitte deinen Ton anmachen, wenn du sprechen möchtest, weil sonst hören wir dich nicht. Mindestens den Ton brauchen wir. Du hast ja die Hand gehoben. Ja, macht er nicht, dann vielleicht noch jemand. Gut. Ja, ist natürlich. Ah, da ist noch jemand. Gut. Nicole. So, also für dich das Gleiche. Möchtest du die Kamera anmachen oder nur mit Ton? Nur mit Ton, bitte, danke. Ja, ist in Ordnung. Gut. Wir hören. Ja, wir sind in Bayern und wir sind eine Waldorfschule. Und wir haben das Problem, dass bei uns
für die Kinder den ganzen Nachmittag eine Maskenpflicht besteht, sowohl innen als auch außen. Sorry, darf ich ganz kurz unterbrechen? Wir sind eine Waldorfschule. Was heißt das jetzt genau? Das? Naja, also unsere Kinder, also ich rufe an im Namen von mehreren Eltern dieser Waldorfschule. Wir haben uns organisiert. Okay. Und ich rufe an mit ein paar Fragen. Ich weiß nicht, ob du uns helfen kannst. Das sind schon eher rechtliche Fragen auch, aber ich würde es mal hier adressieren. Mhm. Ich wollte nur wissen, ob du jetzt zur Schulleitung gehörst oder zu den Eltern. Nee, ich gehöre zu den Eltern. Es gibt aber auch in der kleinen Gruppe, die wir jetzt gerade mobilisiert haben, auch einige Lehrer, die mitmachen. Mhm. Gut, wir sind eine Gruppe von Eltern, die das nicht richtig finden, dass unsere Kinder über so lange Zeiträume Maske tragen müssen. Wir finden das aus verschiedensten Gründen nicht richtig. Das ist an verschiedenen Stellen ja auch diskutiert worden. Wir suchen jetzt eigentlich Lösungen. Wie können wir vermeiden, dass die Kinder über diese langen Zeiträume in der Nachmittagsbetreuung und im Hort die Maske tragen müssen? Mhm. Jetzt ist der Fall folgender. Es gibt eine andere Waldorfschule, auch in München, die handhaben das anders. Die sagen, für den Hort und die Nachmittagsbetreuung gelten für uns aus unserer Sicht, und das bestimmen wir so, weil wir die Hausregeln ja auch machen, wir bestimmen, dass die Vorgaben des Sozialministeriums für uns gelten. Die sehen vor, dass die Kinder nicht in der Nachmittagsbetreuung permanent eine Maske drinnen und draußen tragen müssen. Unsere Schule aber interpretiert es so, dass sowohl in Hort als auch Nachmittagsbetreuung permanent eine Maske getragen werden muss. Mhm. Nun haben wir mit den Hortleitern gesprochen, mit den Leuten, die die Nachmittagsbetreuung leiten. Es ist so, dass der Hort, wenn er sich räumlich abtrennen würde vom Schulgelände und Klammer auf, also in beiden Waldorfschulen sind Hort und Nachmittagsbetreuung nicht wirklich eindeutig räumlich getrennt vom Schulgelände. Und damit, wieder Klammer zu, wird also quasi so interpretiert, dass man den strengen Regelungen des Kultusministeriums folgen muss. Wir haben jetzt überlegt, wir haben eben mit dem Hortleiter gesprochen, mit den Nachmittagsbetreuern gesprochen und wir haben überlegt, was könnten wir tun, um quasi sowohl in Hort, das könnte man vielleicht sogar noch irgendwie hinkriegen, um das räumlich zu trennen, also rein physisch mit Absperrgittern. Dort könnte man bei uns im Hort vielleicht mit Überredungskunst, mit Dialog, mit Information, mit Kontakt zum Sozialministerium erwirken, dass die Kinder im Hort vielleicht hoffentlich ohne Maske am Nachmittag sein dürfen. Denn wir sprechen hier von wirklich 6-7 Stunden am Stück. Das Problem ist allerdings, dass die Nachmittagsbetreuung, da sind vor allem die kleineren Kinder auch drin, die sind ja immer noch auf dem gleichen Schulgelände. Und auch wenn die mit einem rollenden Baugerüst dann getrennt sind oder irgendwie, ja, wir wissen es noch nicht genau, wie wir es machen. Das ist ja absurd, wenn dann diese kleinen Kinder draußen die Maske tragen, während die Hortkinder die Maske nicht tragen. Auch das ist ja absurd. Ja. Das bedeutet, wir suchen nach Lösungen, auch rechtlicher und organisatorischer Art, auch wie sprechen wir uns ab mit einem Kultusministerium, mit einem Sozialministerium? Das sind Fragen, in die Richtung geht es. Wir sind im Austausch mit der anderen Waldorfschule in München, die das anders handhabt und sagt, wir haben hier das Schulrecht, wir legen das so aus, dass wir sagen, wir haben einen Hort, dann ist es keine Maskenpflicht, denn das gibt uns das Sozialministerium vor. Und hey, wir haben eine Nachmittagsbetreuung und wir finden es absurd, die anderen Kinder, die sich auch noch gegenseitig sehen, die einen mit Maske und die anderen ohne Maske rumlaufen zu lassen. Also wir entscheiden, dass es ohne Maske ist. Mhm. Und jetzt geht es aber für uns darum, an unserer Schule, wo das anders gehandhabt wird und wir sind schon dabei, da Dialogwege und Treffen und alles, das machen wir schon, ja. Ich glaube auch, dass es der Weg ist, Schritt für Schritt. Mhm. Aber für mich ist wirklich die zentrale Frage, was gibt es für Möglichkeiten und was ist eine gute Handlungsabfolge im Sinne von, können wir es beim Kultusministerium machen, beim Sozialministerium? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, also es ist ja die Absurdität an sich, dass wenn man einen Hort nicht unter die Maskenpflicht setzt und eine Nachmittagsbetreuung schon, das sind ja absurde Dinge. Wie begegnet man dem, auch rein rechtlich? Das sind Fragen, die wir haben. Okay. Ja, vielen Dank erstmal für deinen Bericht. Ja, ist auch alles neu für mich, die Konstellation, die du jetzt beschrieben hast. Ich kann natürlich zu rechtlichen Sachen nichts sagen. Vielleicht wird irgendwann auch jemand von Klageparten hier mit dabei sein. Kann gut sein, aber im Moment haben wir das noch nicht. Deswegen kann ich jetzt nicht da wirklich was zu sagen. Aber ich kann generell möglicherweise was
zu einer guten Vorgehensweise sagen. Vielleicht macht es Sinn, also was ich total super finde, was du gesagt hast, dass ihr mit der anderen Schule in Kontakt seid. Das finde ich total super. Das ist vielleicht generell auch ein Ansatz zu gucken, welche Schulen sind da irgendwie erfolgreich oder erfolgreicher und mit denen in Kontakt zu treten, dass es vielleicht so was wie ein Schulnetz gibt. So, das wäre das eine. Und das andere ist aus meiner Sicht immer der Weg, dass man, oder ein Weg ist, zu, wirklich zu gucken, so wie du das ja auch beschrieben hast, gucken, wer ist dialogfähig. Ja, und vielleicht gibt es sogar im Kultusministerium Menschen, die dialogfähig sind. Wo sind dialogfähige Menschen? Und dass man dann quasi guckt, wie man das rechtlich so auslegen kann, dass das eben zum Ziel führt. Aber da fehlt mir halt jetzt leider der Background für. Ich habe zum Beispiel eben gerade ein Video gesehen von einem Anwalt, der hat zum Beispiel gesagt, zu dieser, ein ganz anderes Beispiel, Maskenpflicht bei Entbindung. Ja, der hat zum Beispiel gesagt, sowas dürfen Krankenhäuser überhaupt nicht anordnen. Das dürfen die gar nicht. Ja. Also ich denke, für das Ganze gibt es wahrscheinlich überhaupt gar keine rechtliche Grundlage. Also, wir sind halt bei unserer Schule. Ich habe da relativ früh ja auch mich gemeldet als Elternteil und habe relativ früh angemeldet, dass ich diese Maßnahmen nicht rechtens finde, nicht, also einfach wirklich aus einer emotionalen, aus einer menschlichen, aber auch aus einer rechtlichen Sicht. Wir haben uns da auch gewehrt am Anfang, trotzdem freundlich, ja, wir waren nicht richtig angreifend, obwohl ich doch finde, dass Erzieher eine ganz hohe Vorbildfunktion haben und es nicht zu unterschätzen ist. Ja? Also gerade an der Waldorfschule sind ja auch viele kritisch eingestellt. Mhm. Und wenn sich da ein Lehrer vor eine Klasse hinstellt und dann sagt, ihr müsst jetzt die Maske aufsetzen, obwohl der in sich ganz anders fühlt und eigentlich einen Vertrauensbruch und einen Integritätsbruch sich selbst gegenüber damit begeht. Ja. Das sind massive Auswirkungen. Das ist etwas, wo aus meiner Sicht Kinder massiv Vertrauen, Urvertrauen und diese Dinge auch verlieren. Und wir haben das wirklich angesprochen. Und wie du auch schon sagst, wir sind da auf Granit gebissen, weil einfach diese Angst, dass die Waldorfschule geschlossen wird, gerade in Bayern ist die immer groß. Mhm. Da sind so viele Ängste, dass die Dialogfähigkeit, die du ansprichst, die ist eben, naja, teilweise nur gegeben. Und wir versuchen jetzt, wir sind einen Schritt zurückgetreten. Wir stellen in dem Sinne keine Forderungen mehr, sondern wir sagen, wir wollen in den Dialog mit euch treten und wir versuchen, Lösungen zu finden. Das ist jetzt unser neuer Ansatz. Mhm. Es ist so eine Sache, ne? Weil diese Struktur ist ja nicht dialogfähig. Ne? Das ist ja das. Es ist ein Angriff, es ist eine Massentraumatisierung von Kindern. Ne? Ja. Da muss man sich echt überlegen, wann hört der Dialog auf? Ne? Das ist klar, das muss jeder für sich entscheiden. Und die Frage ist halt, geht es weiter mit dem Dialog? Kommt ihr weiter? Geht das voran? Ne? Wir schauen jetzt. Also in die Waldorfstruktur ist ja so organisiert, dass es dort so Arbeitskreise gibt und Elternbegegnungsforen. Und diese Dinge rufen wir jetzt quasi erneut ins Leben unter dem Corona-Titel und werden versuchen, da wirklich zu gucken, erstmal herauszubekommen, ist es denn so, dass in der Elternschaft es mehr Menschen gibt, die auch diese Erschütterung spüren, die auch spüren, dass wir eine Fürsorgepflicht für unsere Kinder haben, um die zu schützen vor diesen Maßnahmen. Denn was da passiert, das sind ja tiefgreifende Eingriffe, vor allem, weil es sich so verstetigt. Ja? Es war ja am Anfang irgendwie kurz und da fanden wir schon nicht gut, aber jetzt verstetigt es sich und es hat ja massive psychologische, menschliche, was auch immer, für Folgen. Ja? Und ich glaube, das wirklich mal. Und ich glaube, da bin ich ja auch ganz bei dir. Da muss jeder für sich natürlich auch gucken, bis wohin mache ich das mit und was habe ich für eine Reißleine, wo ich dann sage, und jetzt mache ich nicht mehr mit. Das loten wir gerade individuell für uns und auch als Gruppe natürlich aus. Wie ist denn das mit den, also wie ist denn, ich bin kein Elternteil sozusagen, ich hab kein Gefühl dafür, aber wenn ich jetzt in der Rolle wäre, stelle ich mir das so vor, ich würde jetzt zum Beispiel gucken, wen kenne ich von den Eltern, die sozusagen auf meiner Seite in Anführungszeichen sind und wenn ich jetzt mal, kann man da nicht alle Eltern mal anschreiben und zu gucken, wer wie antwortet, dass man sieht, wer von den Eltern schon sozusagen wach ist. Also, dass man weiß, wer ist denn schon da und dass man sich dann
trifft und vielleicht mit den Lehrern, die schon wach sind, und also dass die ganze Mannschaft von dieser Schule sich mal trifft oder so, dass das zumindest klar ist, oder ist das schon klar? Genau, also das sind genau diese Initialzündungen, die wir jetzt gemacht haben. Mhm. Wir haben zunächst über die Klassenverteiler uns quasi gezeigt. Also ich glaube, ganz wichtig ist dieser Moment des Sich-Zeigens, dass man wirklich sagt, ich bin anderer Meinung. Mhm. Und das muss man offen tun. Und dann muss es Leute geben, die sich trauen. Ja. Und das haben wir getan über die Klassenverteiler. Wir haben sehr, sehr unterschiedliches Feedback da geerntet. Es gibt Leute, die uns unheimlich massiv angegangen sind. Und es gibt Leute, die gesagt haben, wir sind eurer Meinung, wir wollen uns anschließen. Leider sehr, sehr wenige, also im Raum München da. Also das ist einfach auch nochmal eine besondere Struktur dort unten. Und es gibt tatsächlich ganz viele auch, die sagen, wir sind eigentlich eurer Meinung, wir trauen uns aber nicht, uns zu zeigen. Auch das gibt's. Ja. Und im Moment sind wir halt noch sehr, sehr wenige. Also ich bin eigentlich immer noch geschockt, wie wenige wirklich aufstehen aktiv. Ja, ich bin auch völlig perplex. Ich bin einfach völlig, es ist für mich auch nicht zu glauben. Vielleicht wäre ja auch eine Idee, eine Stufe niedriger anzusetzen, dass man einfach mal rumfragt, wer hat denn Probleme mit seinen Kindern? Also ohne, weißt du, so einfach mal zu fragen, wo gibt es denn Probleme? Also habt ihr auch Probleme mit euren Kindern? Kommt ihr klar, kommen eure Kinder klar mit den Masken? So, dass man vielleicht erstmal da ansetzt und versucht, sozusagen, dass man ansetzt, dafür eine Lösung zu finden, ohne gleich gegen das System vorzugehen. Das wäre auch noch was, weil damit wird sozusagen, das nimmt die Konfrontation ein bisschen weg. Wäre vielleicht auch noch eine Idee. Ja. Ja. Also das Interessante ist ja, dass wir auch E-Mails kriegen. Wir haben jetzt eben auch eine allgemeine E-Mail eingerichtet, also so eine Dialog-E-Mail @ irgendwas. Und mit dieser Dialog-E-Mail wollen wir eben allen Eltern oder auch Lehrern die Möglichkeit geben, uns anzuschreiben und zu sagen, was sie davon halten. Wir haben auch gesagt, bitte sagt einfach was, egal ob ihr kritisch oder positiv seid, dass wir einfach mal wieder ins Gespräch kommen, weil diese Stille, dieses einfach Ertragen, das ist so eigentlich unerträglich an ja. der Sache. Und wir kriegen halt schon auch Mails in dieses Postfach rein, wo wirklich auch Eltern auffordern, dass die andere Eltern, die eine Maskenbefreiung erwirkt haben, wo die auffordern, doch das nicht zu tun, denn das würde so Unruhe reinbringen und das wäre schlimm und das würde spalten. Also da laufen schon Dinge, das ist immens, wo wirklich auch die Kinder, die jetzt eine Maskenbefreiung haben und keine Maske tragen müssen oder dürfen, die werden zunehmend gemobbt auch. Also das ist schon unschön. Ja, das ist noch harmlos ausgedrückt. Ich will noch mal kurz daran erinnern, ihr müsst, wenn ihr die Kamera an habt, dann seid ihr im Internet zu sehen. Also ich erinnere das einfach nur noch mal dran. Ja, gut. Ja, das sind jetzt quasi so rechtliche, strukturelle Fragen. Bin ich jetzt auch ein bisschen ratlos. Also na gut, ich habe zumindest jetzt mal geschildert, wie wir vorgegangen sind. Ich glaube, es ist eine Vorgehensweise, auch die für andere Schulen oder vielleicht andere Eltern sind ja hier auch im Forum oder im Zoom-Call mit drin. Das ist eine Vorgehensweise, wo wir zumindest mal weiterkommen. Also wir Stück für Stück zeigen wir uns. Wir sind sehr offen. Wir gehen nicht sehr in die Offensive, momentan zumindest. Wir zeigen uns aber. Wir zeigen uns mit unserer Meinung. Wir setzen uns für uns ein. Und ich glaube, das ist, was eben Stück für Stück dazu beiträgt, dass sich andere Eltern anschließen, vielleicht andere Eltern aufwachen. Und wir beschäftigen uns eben parallel, genau mit dem, was du gesagt hast. Wir sind ja insbesondere auch eine Waldorfschule, die sich ja eigentlich auf die Fahnen geschrieben hat, für das Wohl der Kinder zu sorgen und das Wesen des Kindes zu fördern. Also das finde ich unerklärlich tatsächlich. Und da sind wir wirklich auch, versuchen wir einen Dialog zustande zu bekommen, von der Angst mal ein Stückchen weg. Wie können wir denn eine Waldorfpädagogik oder eine kindliche, psychische und physische Gesundheit ja zumindest mal sicherstellen unter diesen Voraussetzungen? Auch wirklich kreativ zu denken, die rechtlichen Rahmenbedingungen auszuschöpfen, genau hinzuschauen. Und da sind wir wirklich ein gutes Team an Eltern, die wirklich ausgefuchst da rangehen und versuchen, in jede Richtung etwas zu bewegen. Ja. Was ist denn mit Anwälten? Also man kann sich auch mit Anwälten zusammentun. Und also die rechtliche Lage ist ja doch anscheinend, also eindeutig, oder? Ich weiß es nicht, aber das... Nee, wir haben geklagt. Nee, wir haben schon eine Sammelklage gemacht. Ja? Es gab ein Regensburger Anwaltbüro. Mhm.
Und da haben wir eine Sammelklage, haben wir uns angeschlossen und die Klage ist leider erstmal abgewiesen worden. Also es gab sowohl so ein Normenkontrollverfahren als auch eine richtige Klage gegen die Maskenpflicht. Und die sind erstmal beide abgeschlagen worden. Die bleiben aber weiter dran, dieses Anwaltsbüro. Ja, also wurden da Personen verklagt oder ging es um so eine Verfassungsbeschwerde? Es war eine Verfassungsbeschwerde. Ja, aber es ging ja vielleicht auch darum, die Schulleitung zu verklagen zum Beispiel oder das anzutreten oder einfach sich zu überlegen, einfach das auch mal ins Gespräch zu bringen. Und es geht, also die können ja persönlich dafür belangt werden. Ja, es war auch diese Anwaltskanzlei, die tatsächlich persönlich an die Politiker herangetreten ist und gesagt hat, wo ist denn die rechtliche Grundlage für die Maßnahmen? Ich meine nicht die Politiker, sondern die Lehrer und die Schulleiter. Das ist etwas, das machen wir bisher nicht. Das ist aber das ist natürlich. Man muss es ja auch machen, aber man kann zum Beispiel hingehen und sagen, wir haben hier eine Strafanzeige fertig von einem Anwaltsbüro. Wir können nicht mehr, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Wir überlegen uns tatsächlich, Sie persönlich zu verklagen. Und wir sind nicht zwei, drei, sondern wir sind 40 Eltern. Also darauf läuft es irgendwann hinaus, ja. Kann man sich überlegen, ja, weil wenn das alles nicht fruchtet, dann muss man, das ist ja wie, also ich bin ja aus der Traumaarbeit, das ist ja so, ich versuche eine Gefahr, versuche ja erst durch Dialog zu lösen und wenn das nicht geht, dann geht es einen Schritt runter in der Evolution, dann kommt es zum Kampf, ja, weil das davor nicht funktioniert hat. Also ich sage das nur, weil das vielleicht auch nicht vielen nicht klar ist, dass diese Menschen persönlich belangt werden können. Wir versuchen es halt noch im Dialog, also ich höre, was du sagst und ich glaube auch, dass es in Situationen wie diesen ganz wichtig ist, auch die Menschen wirklich persönlich in die Verantwortung zu nehmen, weil sonst spüren sie gar nicht, welche Verantwortung sie tragen, auch für die Kinder. Ja, eben. Deswegen finde ich diese Maßnahme interessant. Ich glaube trotzdem, dass wir als Gruppe uns jetzt erstmal entschlossen haben, den Dialog zu versuchen nochmals. Ja. Wenn könnt ihr gucken, ob das irgendwo hinführt. Wenn das und dann ist es wirklich auch wichtig, dass man dann wirklich einen Schritt weiter geht, ja. Weil sonst, es geht immer weiter. Jeder Tag, wo die Kinder dem ausgesetzt sind, wird das schlimmer. Und irgendwann wirklich muss man auf die Ebene von Kampf runterschalten. Ist meine Sicht, ja. Das muss dann jeder für sich überlegen, weil das hat eine Wirkung, wenn die Hälfte oder ein Großteil der Elternschaft sagt, wir sind dabei zu überlegen, sie persönlich zu verklagen. Das hat eine Wirkung. Wir sind halt immer noch eine große Minderheit, würde ich mal sagen. Ich glaube trotzdem, dass die Androhung, selbst wenn es von wenigen Eltern ist, also eine Klage wird ja nicht deswegen mehr relevant oder weniger brisant, sage ich mal, weil es weniger oder mehr Menschen sind. Allein wenn ein paar von uns den Mut haben, irgendwann diesen Schritt zu gehen, da wird es schon sehr, sehr persönlich, da wird es schon sehr brisant für den Einzelnen. Das glaube ich schon. Das soll's ja. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Meine Tochter ist nachts am Erbrechen. Die ist neulich zusammengebrochen, musste in die Notaufnahme. Die kann nicht mehr. Wir können nicht mehr. Wir wissen nicht mehr. Wir sind am Ende und wir haben inzwischen sogar eine Strafanzeige gegen sie vorbereitet als letzte Handlungsoption, die uns noch übrig bleibt. Wollen Sie es darauf ankommen lassen? So, müssen wir so weit gehen, dass wir sie persönlich verklagen? Ja. Ja, ich bin da ganz bei dir und ich bin auch jemand, der diese Maßnahmen auch ergreifen würde. Ich bin aber auch jemand, der jetzt sagt, eben in der Elternschaft gemeinsam, wir versuchen jetzt erstmal die Personen selbst, die ja handelnd sind, erstmal zu beraten und zu ermutigen. Ne? Wir machen jetzt zum Beispiel auch vielleicht einen Vortrag von einer Homöopathin, die mal ein bisschen die Angst rausnimmt und sagt, Leute, wenn man Covid, diese SARS, wie auch immer, da behandelt, homöopathisch tritt man eigentlich fast gar nicht in die Stufe 3 und 4 ein. Da gibt es inzwischen homöopathische Studien dazu, international. Also solche Dinge, dass man mal so ein bisschen Grundarbeit leistet und parallel aber versucht, die Kinder zu entlasten. Und wir glauben übrigens auch, dass wenn mehrere Kinder eine Maskenentschuldigung haben und immer mehr Kinder ohne Maske rumlaufen, die Kinder sind ja nicht blöd. Die fragen ja auch, warum muss ich denn eine Maske tragen und der nicht? Und ich glaube, dass auch darüber Bewegung in eine Gemeinschaft kommt. Ja, und es gibt ja auch eine Liste von Ärzten, die bereit sind, Atteste auszustellen, die bei, ich glaube, bei Ärzte
bei Aufklärung oder so gibt es eine Liste. Mhm. Ne? Genau. Und da kann man ja sich hinwenden. Ne? Und es ist ja, also ich bin ja auch kein Arzt, aber wenn ich würde nach 6 Stunden Maske tragen, noch über der Nase, da würde ich auch umfallen irgendwann. Ja, Ich weiß nicht, wie die Kinder das machen. Also das Schlimmste ist, dass dann immer so, wie fast wie so Propaganda-E-Mails dann immer auch wieder gibt, so ja, die Kinder machen das super und die machen keinen Mucks und die schönen Elefanten auf den Masken und das ist doch super und das ist wie Fasching. Das ist Hypnose, Massenhypnose und Gehirnwäsche ist das. Ja, also gegen das haben wir uns sehr gewehrt und das gibt es jetzt auch nicht mehr. Also die kommunizieren jetzt anders und das haben wir zumindest schon mal erreicht. Ja, schön. Gut. Gut, soweit von mir. Vielen Dank dir. Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter und schau mal, wer noch was sagen möchte. Da haben jetzt ganz viele von euch die Hand gehoben. Ich wähle jetzt einfach jemand aus von ganz von oben. Anja. Anja, so. Hi, Gopal. Grüß dich, hallo. Ich habe es gerade dran, ich hoffe, es geht. Hörst du mich? Sehr gebrochen. Ja, okay. Also soll ich vielleicht mal Kamera ausschalten, dann geht es vielleicht besser. Ja, probier mal. Ja. Okay, ich probiere es mal. Gut, ist so besser, kannst du mich verstehen? Ja, geht. Geht, okay. Ich wollte dir nicht so viel Erfahrung berichten. Ich habe aber eine Studie gefunden von der Universität in Iowa, die an Mäusen getestet haben, und zwar CO2-Anstieg im Blut und der Zusammenhang zu Angst- und Panikreaktionen. Und die haben das veröffentlicht und die haben das in der Hoffnung, dass sie Behandlungsansätze für Menschen mit Angststörungen dadurch finden können. Ja, und hier steht zum Beispiel drin, ab einem Anstieg auf 10% sind die Tiere völlig erstarrt vor Angst. Und ich denke halt, die Kinder, die machen das nicht gut, sondern die sind einfach schon quasi im Shutdown fast. Also so kommt es mir vor. Mhm. Ich habe das jetzt mal weitergeleitet an den Corona-Ausschuss und will das an die Klagepaten, weil ich mir vielleicht erhoffe, dass man einklagen kann, dass da medizinische Erkenntnisse gewonnen werden können, wie das aussieht im Blut, weil das ist alles messbar. Der pH-Wert, Protein und so weiter. Ich denke, da gibt es auch schon Studien mit Erwachsenen, ne? wie sich CO2-Mangel auswirkt. Da müssen wir gar nicht auf die Mäuse zurückgreifen. Das gibt es mit Sicherheit alles schon. Es gibt ja auch Studien, es gibt ja inzwischen eine Studie, die Langzeitwirkungen beim Maskentragen inzwischen nachgewiesen hat. Also es gibt eine Studie, die nachgewiesen hat, dass es inzwischen schon Langzeitschäden durch das Maskentragen gibt. Ne? Ja. Also ich selbst kann es auch nicht. Ja, ich habe das immer unter der Nase. Also zu mir hat noch nie jemand irgendwas anderes gesagt. Und wie wer weiß, betreue ich alte Leute. Und wenn ich mit denen irgendwo hingehe, die haben Panik, die kriegen Schnappatmung, die würden hyperventilieren, wenn ich nicht dabei wäre. Und zum Glück ist die Kulanz wenigstens den Alten gegenüber, sage ich jetzt mal, ziemlich groß von Verkäuferinnen und so weiter, die dann sagen, nehmt das Ding doch runter. Ja. Ich weiß auch nicht, ich habe auch keinen Rat. Die Eltern bei uns sind halt so, naja, jeder muss Opfer bringen, da muss man halt durch. Und also andere Erfahrungen habe ich bei uns jetzt an den Schulen eigentlich noch nicht gemacht. Ja, das ist erstaunlich, ne? Man hört mal wieder die meisten so Sachen wie, genau, da müssen wir uns jetzt dran gewöhnen und was sollen wir machen? Ja, ich meine, bei meinen Kindern berichten, die sind natürlich schon größer, die sind nicht klein, die berichten dann, die sagen, ach Mama, weißt du, wenn der Lehrer nicht guckt, dann ziehen wir es aus oder wir gehen hinter die Turnhalle, da sieht uns eh keiner in der Pause. Mhm. Also die wissen sich da zu helfen, sag ich mal, oder gehen vom Schulhof ganz runter oder so. Ja, das aber sind halt schon älter. Ne? Genau, die sind nicht klein, die können das machen. Ne? Insofern habe ich selber da jetzt nicht so, ja, was heißt, natürlich habe ich ein Problem, ein riesiges Problem, aber meine Kinder
sind da ein bisschen geschützt, weil sie halt älter sind und auch, ich habe gesagt, immer wann, wenn ihr in die Schule gehen könnt oder wollt, schreibe ich euch eine Entschuldigung und so machen wir das auch, ja. Vielleicht, ja, ist auch eine Möglichkeit, sich länger krank schreiben zu lassen. Ich weiß nicht, ob sowas geht bei, ja, wenn man psychisch da so sehr leidet, dass man sich ein paar Monate krank schreiben lässt von einem Psychotherapeuten. Gibt sowas auch eine Möglichkeit? Dann ist man ein paar Monate raus aus dem Wahnsinn. Müsste man auch noch mal erklären, ob sowas vielleicht möglich ist. Das stimmt, mein Ältester hat jetzt auch, der hält den ganzen Druck nicht mehr aus. Der ist in der 13 und der hat jetzt gehabt für 3 Wochen einen Attest, dass er nicht in die Schule kann. Der hat jetzt aber die Schule abgebrochen, der ist jetzt raus. Und ja, das wird vielleicht schon gehen, aber das ist zum Beispiel meine Tochter, die ist einfach nur glücklich, wenn sie mit ihren Freundinnen zusammen sein Ja, kann. das ist das Ja, Problem. sonst sitzen die zu Hause alleine und haben keinen Anschluss und Also bei Älteren ist ja auch die Traumatisierung, sage ich mal, das ist nicht so massiv. Das Problem ist wirklich bei den Kleinen, ja, die sozusagen noch kein bei den Eigenleben haben. Kleinen. Das ist das, wo ich sage, da die Ja. raus, alles tun, um die da rauszuholen. Ja. Ja. Ja, okay, dann danke ich dir. Ja, danke Muss mal dir. schauen, vielleicht noch zurückfassen. Ich weiß aber, dass der Bodo Schiffmann gesagt hat, wer ihm einen Brief schreibt mit Rückantwort und irgendwie medizinische das darstellen kann, er schickt Atteste. Naja, das ist schon lange vorbei. Das ist schon lange vorbei. Das macht er nicht mehr. Er aber Er hat ja am jetzt, der Anfang ist gesagt, gesagt. er ist ja zugeschüttet worden mit Briefen. Also soweit ich weiß, der ist ja auch unterwegs. Also ich würde eher zu der Ärzteliste bei Ärzte für Aufklärung gehen. Für einen Attest. Na, da sind die ja alle aufgelistet. Der Herr Bodo Schiffmann, der, ich Okay, glaube, danke der dir. hat anderes zu tun. Vermute ich mal. Also ich weiß es Ja, nicht. er hatte das jetzt in den letzten Videos, hat er das noch gesagt, Echt? glaube ich. Aber gut. Das würde Ja, ich ich habe es sagen. erst Aber gut, gehört ich jetzt. weiß es nicht. Probier es aus. Ich hab es auch gemacht. Ich habe ihm einen Brief geschickt damals und dann hieß es ja, es besteht keine medizinische Notwendigkeit, wo ich gesagt habe, ich bin da am Ersticken darunter. Ja. Muss jeder irgendwie einen Weg finden, ne, und ausprobieren. Also in vielen Geschäften bei uns geht es mit so einem Schild, ja, wo man da so über die Stirn hat, das geht. In manchen geht es nicht, aber man muss da ja auch nicht rein, wo es nicht geht. Wir wohnen ja hier zum Glück auf dem Land. Ich habe eine Liste von Bauernhöfen und was weiß ich. Also ich müsste, glaube ich, gar nicht mehr in ein Geschäft Ja. ja. Oder zum Gut. Ehreneinkaufen gehen, einfach zu zehnt ohne Maske. So eine Gruppe Ja. von richtigen Männern ohne Maske, die spricht man vielleicht nicht so leicht an und fordert die auf. Ja, also ich erlebe das schon, dass man irgendwie auch gar nicht großartig angesprochen wird. Also ist meine Erfahrung. Jetzt sind halt noch nie, doch einmal hat es Theater gegeben, aber sonst nicht eigentlich. Okay. Okay, Gopa, ich danke dir. Danke dir. Ciao. Ciao. Annette und Melli, ihr müsst es, wenn ihr so winkt, ich sehe euch jetzt zufällig, ja, ich sehe euch nicht über das Bild, weil es sind so viele eingeloggt, ich kann euch nicht alle gleichzeitig auf dem Bild haben, deswegen müsst ihr die Hand über die Funktion ja, über Zoom geben. Aber jetzt sehe ich euch, also dann legt mal los. Hallo, Hallo. wir kommen aus Nordbayern und ich denke, man sollte erstmal unterscheiden zwischen Privatschulen und staatlichen Schulen. Ich habe 2 Söhne, der eine ist 14 und geht an eine Privatschule, allerdings in Thüringen. Das heißt, die Masken müssen sie nur tragen beim Betreten der Schule, im Klassenzimmer dürfen sie runternehmen. Eine Freundin von mir ist an der Musikhochschule in Berlin, da ist das Gleiche in Grün. Die Maßnahmen wurden jetzt in Bayern nach den Sommerferien gravierend, dass sie gesagt haben, ja, 9 Tage, also unser Herr Söder beruht sich auf diese 9 Tage und sagt, alle, die nach den Ferien wieder in die Schule gehen, also ich rede jetzt von den staatlichen Schulen, müssen also Maske tragen
im Schulhaus direkt am Platz ab der 5. Klasse. Mhm. Wenn die zur Sporthalle laufen, die Betonung liegt im Freien, in der freien Natur, müssen sie Maske tragen. Während des Sportunterrichts. Während des Sportunterrichts. Während des Sportunterrichts. Kommt der schon noch besser. Und gestern war ich joggen, also ich gehe immer laufen, Annette und ich, laufen wir durch einen Park. In den Park kommen zwei Schulklassen entgegen, die haben die Masken auf. Also ich bin selber Pädagogin, sie ist Grundschullehrerin, ich bin Kunst. Hallo, hallo? Ja, jetzt ist die Verbindung weg. Nein, wir gehen ja von... Hallo? Ja. Könnt ihr mich sehen, hören? Eure Verbindung war weg. Ihr müsst nochmal ein paar Sätze... Die Verbindung ist instabil, wir werden schon überwacht. Waren wir beim Park? Ihr dürft kein WLAN nehmen. Ihr müsst euch mit dem Kabel anschließen. Okay, geht nicht. Also wir waren jetzt beim Park, hörst du uns noch? Ja. Wir waren im Park, also die Schüler, ganz kurz, hatten alle Masken auf. Dann habe ich die Lehrkraft angesprochen und habe gesagt, ja, man soll doch eigentlich die Natur mit seinen ganzen Sinnen wahrnehmen, sprich auch riechen, ja. Sie haben dann einen Herbstwandertag gehabt und dann sagt sie, die typischen Antworten, die ich mehrmals von Eltern und Lehrern höre, naja, in Bayern sind halt die Vorschriften so. Das ist halt so. Mhm. Das heißt, die Eltern, auch die meisten Eltern, nehmen das einfach hin. Und dann habe ich gesagt, nehmt ihr das hin, wenn eure Kinder ab der 5. Klasse, die müssen die Masken in Bayern ab der Tür von der Schule bis Mittag um 1 durchgehend tragen, auch im Pausenhof. Mhm. Das heißt, die kriegen null Sauerstoff. Ja? Und das ist eigentlich Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Und man weiß, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch dieses Thema, dieser Versuch mit den Mäusen, dass ab 30 Minuten das wahnsinnig gefährlich für Kinder wird. Dass es einfach dann auf die Lunge geht und das dann über einen längeren Zeitraum. Ne? Ja. Und es gibt ja wissenschaftliche und medizinische Studien. Jetzt ist die erste Frage wäre ich, ob wir, wenn wir zu einem Arzt gehen und das Kind im Vorstadium von Asthma ist, ob man da eine Befreiung kriegt von der Maskenpflicht. Und die Lehrer bei uns, ich habe mit vielen Lehrern schon gesprochen, die trauen sich halt auch nicht. Ne? Die weil sie sagen, ja, die Vorschriften sind halt so. Ich denke, die bangen halt auch um ihren Job. Ja? Mhm. Und der Unterschied ist schon, was ich merke, sehr groß zwischen Privatschule und den staatlichen Schulen. Mhm. Ja. Das heißt, die Privatschulen, da ist... Da ist locker, lockerer damit um, genau. Mhm. Was mich jetzt immer interessieren würde, also Masken beim Sportunterricht, das heißt, die rennen da durch die Halle und haben die Masken auf? Das gibt es doch gar nicht, oder was? Also angeblich jetzt nur die 9 Tage. Die 9 Tage wären jetzt vorbei. Also unser Herr Söder müsste sich jetzt am Wochenende, hat sich noch nicht geäußert. Ab Montag wäre es eigentlich wieder so, nur im Schulhaus und im Bus und im Pausenhof müssen sie es auch tragen. Aber sie dürften, bisher war es so, sie dürfen ab dem Zutritt der Klasse dürften sie die Masken runternehmen. Und jetzt müssen sie ja seit 9 Tagen sie auch noch im Klassenzimmer aufbehalten. Ja, und auch im Sportunterricht, oder? Ja, auch im Sportunterricht. Das heißt, die rennen mit Maske, oder was? Die strengen sich körperlich an, also sie machen da Liegestützen und rennen und spielen was und haben alle die Maske auf, oder was? Ja, ich hatte extra noch nachgefragt, ist das wirklich so? Musstest du die Maske aufsetzen während des Sportunterrichts? Ja, tragen während des Sportunterrichts. Und ist dann der Sportunterricht angepasst? Das heißt, dass die vielleicht nur ein bisschen leichte Gymnastik machen? Oder da habe ich keinen Einblick, weil ich konnte nicht zugucken. Ich denke auch, das ist abhängig vom Lehrer. Ne? Ja. Aber was mir halt auch auffällt, dass viele Lehrer sich auch nicht trauen. Ja, das sind so die Vorschriften, da können wir nichts machen. Mhm. Und ich bin ja der Meinung, wir Schüler, wir Eltern und die Lehrer, das sollte ein Tag die Schulen geschlossen werden und wir müssten demonstrieren gehen. Ne? Ja, mindestens. Ja, das wäre ganz, ganz wichtig, weil es geht ja hier um die Gesundheit unserer Kinder. Ich sage gerade, die erkranken nicht an Corona, sondern weil sie 6 Stunden die Maske tragen müssen. Ja? Auf Dauer gesehen. Ich meine, jetzt sind ja schon 9 Tage Schule, ja, und seit 9 Tagen haben wir ist dieser Zustand. Ne? Also wenn das so extrem ist, ja. Es ist extrem. Und ich sage gerade, ich kriege das in Thüringen und Berlin mit und ich war auch im Sommer 2 Wochen in Österreich und mein Bruder lebt in Österreich. Ja, das ist überhaupt kein Vergleich. Also was momentan in Bayern seit 9 Tagen abgeht, das ist wirklich, also das ist gar nicht mein Wort zu fassen. Also ja, das ist grenzwertig. Es ist wirklich, also das, nee, es ist nicht grenzwertig. Das ist ein Verbrechen. Das ist ein Verbrechen. Danke. Das ist ein Verbrechen. An unsere Kinder und mein Kleiner geht in die 1. Klasse
Grundschule Bayern. Und er darf, also von der ersten bis zur vierten Klasse, dürfen sie die Masken im Unterricht runternehmen. Aber nur die Grundschule. Hm. Und alle weiter. Und was mich gestern wirklich also betroffen gemacht hat, ich frage immer jeden Abend meinen Kleinen, was war denn heute das Schönste am Tag? Und da hat er darauf geantwortet, wir haben immer nachmittags Theaterpädagogik. Und da sagte er, Mama, das Schönste war, wie wir heute bei Nicole bei Theaterpädagogik waren, dass wir ohne Masken spielen durften. Ja. Das war die Antwort, was war das Schönste am Tag? Ja. Und das war dann eigentlich, das war eigentlich jetzt noch das i-Tüpfelchen, wo ich gesagt habe, nee, jetzt reicht, jetzt ist Schluss. Ja. Also ich meine, das ist, wahrscheinlich ist es das Beste, einfach wirklich zum Arzt zu gehen und sich so einen Attest geben zu lassen. Oder die Kinder schreiben zu lassen. Mein Sohn war beim Arzt, weil der muss jetzt schon Cortisonspray nehmen für die Nase. Und ich habe ihm dann gesagt, Oskar, wir können dir dieses Attest geben lassen. Und der hat gesagt, er möchte das nicht, weil alle anderen Kinder ihn dann irgendwo sagen und diffamieren, denunzieren. Oder viele, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren oder auch von den Lehrern komisch angeguckt wird, da sind die noch nicht so stark in der, wenn sie erst in der 5., 6. Klasse sind. Richtig. Da ist die Persönlichkeit noch nicht so ausgeprägt, dass sie sich dagegen wehren können. Deswegen nehmen sie es in Kauf und setzen dann eher die Maske auf und sagen, weil alle anderen die Maske eben tragen. Ja, sie wollen diesen Sonderstatus nicht. Ne? Das verstehe ich auch. Klar, das sind ja noch Kinder und die ganze Klasse trägt Masken und dann ist es ihnen ja peinlich, wenn sie keine tragen. Das hat ja wieder einen pädagogischen Hintergrund, einen psychologischen Hintergrund. Und ich frage dann andere Eltern, wie seht ihr das mit der Maske? Und dann wird gesagt, wir nehmen es so, wie es kommt. Es ist halt so, es ist jetzt so vorgegeben. Und so unsere Politik entscheidet schon richtig für uns. Und ja. Vielleicht muss man das den Kindern auch irgendwie sagen, wir können gucken, ob wir dich da rausholen und es einfach sagen, was für Optionen gibt, ja, und möchtest du das, ja, und dann, wenn natürlich das Kind sagt, nein, ich quäl mich lieber mit der Maske, damit ich bei meinen Freunden bin, dann, klar, dann ist es halt so, ne, aber man sollte vielleicht auch den anderen Weg zeigen, dass man das okay, dann gibt es vielleicht Trennung oder nicht so viel Kontakt zu den Freunden, aber wir sind auch noch da und so weiter, das muss man einfach abwägen. Also ich habe das Gefühl, der Schaden, der da entsteht, der ist einfach so immens, dass das fast nicht zu rechtfertigen ist, dass man Kinder in diesem Setting lässt. Wichtig ist es doch, dass man jetzt einfach die Eltern so ein bisschen wachrütteln kann und sagen kann, schaut euch doch mal diese Studien an, ne, was es eigentlich macht mit den Masken, und diese Masken sind ja jetzt nicht mehr so notwendig, wenn man sich Professor Bakti anhört und so weiter und so fort. Gibt ja andere Professoren, die... Das Problem ist, mit dieser Argumentation kann man die nicht erreichen, weil das ist wie so... Das ist wie so in Trance. Die sind wie so in Trance, denn man kann... Das würde ich behaupte, wenn jetzt rauskommt, ja, Elektroschocks wären unheimlich hilfreich in der Schule, so jede Stunde ein Elektroschock. Die würden das auch noch tolerieren. Bin ich sicher, das ist ein großer Teil, das sich immer noch nicht wehren würde. Das ist wie eine Narkose, ja. Und ist schwierig. Ja, das ist, also was wir überlegen ja auch schon, was wir machen. Wir kennen also zwei Rektoren an Schulen, die für sowas sehr offen sind. Ja? Die würden wir jetzt ansprechen und dann überlegen, wie gehen wir weiter vor. Ja? Ja. Aber einzelne Eltern anzusprechen, macht wenig Sinn, ja, weil es halt, da wo wir jetzt leben, ist es halt wirklich so, nee, das, wie du schon sagst, das ist halt so und die Vorschriften sind so und das ist wie eine Wand, da kommt man gar nicht ran. Ne? Also was ich jetzt so raushöre, ist, dass eigentlich über die Eltern das nicht funktioniert, weil, also dann, aber also das sind ja eigentlich die wo es losgehen müsste, also entweder Lehrer oder Eltern, ne? Also Lehrer und über Rektoren, ja, sehe ich genauso. Ja, und dann vielleicht bleibt dann wirklich nur die Lösung, individuell die Kinder da rauszunehmen. Die Hoffnung, dass unser Herr Söder, die jetzt ab Montag wieder sagt, okay, Masken nur bei Betreten der Schule und ab dem Klassenzimmer wieder runter. Was ich aber nicht glaube, weil ich denke, er wird wahrscheinlich so argumentieren, dass er sagt, ja, die Corona-Zahlen sind ja gestiegen, deswegen bleiben jetzt die Masken in Bayern. Ne? Ja. Ich hoffe, dass jetzt ganz viele Eltern in Bayern aufwachen, ja,
und sagen, und Schüler und Lehrer und sagen, nee, das können wir uns nicht gefallen lassen. Wir müssen demonstrieren, wir müssen auf die Straßen, wir müssen was tun. Genau. Es ist, also ich bin ja auch gar nicht jetzt mit dem Anspruch hier rangetreten, irgendeine Lösung oder so zu finden. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass ihr einfach euch mal ausdrückt und auch ich mit meiner Hilflosigkeit auch als, was das angeht, dass wir einfach, dass das Raum kommt, ja. Und dass eben nicht alle passiv sind und sich unterwerfen. Ihr unterwerft euch nicht. Ne? Nein. Zu denen, die sich nicht unterwerfen. Ja, also ich lasse mein Kind nicht zerstören. Wenigstens versuche ich, irgendeine Lösung zu finden. Ne? Und vielleicht muss das Leiden wirklich noch größer werden, bis der Rest aufwacht. Ja, vielleicht haben wir noch ein paar Teilnehmer, vielleicht auch noch andere Ideen für Lösungsstrategien. Jo. Das wäre ganz super. Genau, deswegen gehen wir jetzt mal ab und lassen auch andere zu Wort kommen und bedanken uns. Also danke. Danke euch. Danke. Tschüss. Tschüss. Müssen wir uns wieder ausloggen? Ja, ihr könnt euch ausloggen oder die Kamera ausmachen, wie ihr wollt. Wir gucken, wie das geht. Ich nehme euch jetzt erstmal den Ton wieder weg. Ja, okay, alles klar. So, wen haben wir noch? Steffi R. sehe ich hier noch. Hallo zusammen. Hallo Steffi. Kannst du die Kamera auslassen? Ich frage nur. Ja, gerne schon. Ja, ist immer. Ich schaue heute nicht so repräsentativ aus. ich bin auch aus Bayern, Landkreis München. Erstmal eine gute Nachricht kam gerade über den Ticker, dass ab Montag keine Maskenpflicht im Unterricht mehr ist. Ist aufgehoben. Wow. Das ist schon mal fällt mir ein riesengroßer Brocken vom Herzen. Ich hoffe, das bleibt lange so und nicht nur eine Woche, bis dann wieder irgendwelche Zahlen angeblich steigen. Ich merke, dass ich schon ein ganzes Stück weiter bin als vielleicht einige von euch. Ich habe 3 Kinder, 6, 8, 10. Mein Kleiner ist jetzt eingeschult worden. Meine Größte ist in die 5. Klasse, Gymnasium gekommen. Und die hat wahnsinnige Probleme mit Maske. Also schon als da dieser Halbunterricht war, daheim und dann mal wieder vor Ort und sie nur mit Maske im Bus steigen musste und so weiter, hat sie schon riesige Probleme gehabt. Und ich habe da sehr früh angefangen, einen Attest zu bekommen, was ich weiß nicht, wie es den anderen hier geht, aber es war ganz, ganz schwer, oder es ist immer noch schwer, einen Attest zu bekommen, weil wirklich da enormer Druck auf die Ärzte inzwischen ausgeübt wird von Gesundheitsämtern, Schulämtern oder was auch immer. Wir haben deswegen am ersten Schultag unsere große per Glaubhaftmachung von der Maskenpflicht befreit, per eidesstattliche Versicherung. Und es war leider nicht möglich, weil da noch ein Schulungsfeier war und so weiter, den direkten Kontakt mit der Klassleitung oder mit der Schulleitung zu bekommen. Und sie saß dann bei dieser Einschulungsfeier ohne Maske, war alles gut. Und wir waren schon ganz erleichtert, dass es so einfach geklappt hat. Und wir waren gerade am Fahren, dann ruft die Schulleitung an, ja, sie haben jetzt unsere Tochter den Zutritt zum Klassenzimmer verwehrt und sie darf auf keinen Fall im Schulhaus sein ohne Maske. Und sie müssen ihr jetzt eine Maske anlegen. Dann haben wir da mit ihr diskutiert, haben gesagt, nein, das geht nicht, das ist Nötigung, das ist Körperverletzung. Mhm. Und die haben dann uns quasi weggedrückt, mit uns nicht mehr gesprochen und haben dann meine 10-jährige Tochter so bearbeitet, dass sie unter Tränen gesagt hat, okay, bevor ich jetzt hier weiter isoliert werde, ziehe ich halt eine Maske auf und durfte sich dann weit hinten abseits ins Klassenzimmer setzen, hat die ganze Schulhauseinführung und so weiter verpasst und kam also tränenüberströmt am ersten Schultag dann nach Hause. Darf ich mal kurz unterbrechen? Ja. Das hat ja eine Person gemacht. Ne? Wir müssen immer, das immer im Hinterkopf behalten. Es geht gar nicht um irgendwelche abstrakten Dinge, sondern das sind alles konkrete Menschen und Personen, die das machen. Und da wäre zum Beispiel die Frage, wer hat das gemacht? Wann wurde das dokumentiert? Vielleicht auch von einem Arzt dokumentiert? Ne? Weil es könnte zum Beispiel sein, dass das einfach eine strafbare Handlung ist. Ja, ich weiß es nicht, aber das wäre zum Beispiel wichtig, das zu dokumentieren. Genau.
Also wir haben dann auch als erstes versucht, das Gespräch zu suchen. Die haben weder mich ins Schulhaus gelassen, weil ich ja auch eine unglaubliche Gefahr für alle bin, selbst mit Maske. Und also ich wurde nur abgewimmelt, dass wir gesagt haben, nee, das geht nicht. Das müssen wir rechtlich klarstellen, dass das nicht in Ordnung war, was da passiert ist. Wir wussten ja auch, welche, also war in dem Fall die Konrektorin, die das gemacht hat. Und wir haben dann, sind zur Polizei gegangen, haben Anzeige erstattet gegen sie wegen Nötigung und Körperverletzung. Und ich finde das auch wirklich sehr wichtig, dass wir das alle machen, wenn das passiert. Denn was ich erlebe, und nicht nur bei mir, sondern auch bei befreundeten Eltern, ist, dass die wirklich bewusst uns Eltern da gar nicht mehr in ein Gespräch lassen oder die Möglichkeit gegeben wird, dass man das irgendwie auf einer anderen Ebene klärt, sondern die Kinder, die dann in der Schule vor Ort sind, auf deren Rücken wird es ausgetragen im Zweifelsfall. Ja, genau. Da und ich finde, ich kann auch noch mal kurz unterbrechen. Das ist immer das Prinzip von Machtsystemen, die verweigern, die verhindern eine Kommunikation. Ja, da wird die Kommunikation verhindert, weil wenn die stattfinden würde, dann würde das System zusammenbrechen. Also was machen die, was wird gemacht? Der Austausch wird gekappt, weil sonst können die das nicht aufrechterhalten. Ne? Einfach, ja, das ist das, wie das läuft, das Prinzip. Ja, und also ich finde auch, da ist dann auch mein, also ja, wie du auch gesagt hast, irgendwann sind dann die Türen zu für Dialog und Kommunikation und deswegen sind wir zur Polizei gegangen. Nur ich muss sagen, ich war da wirklich geschockt, weil die Polizei hat quasi versucht, uns von dieser Anzeige dann auch abzuhalten. Wir haben also gesagt, nein, das ist keine Nötigung, das ist keine Körperverletzung und das Hygiene, die Hygienemaßnahmen und Regeln stehen quasi über allem. Wir haben uns dann aber nicht abwimmeln lassen, haben diese Anzeige gemacht, aber die haben schon gesagt, es wird wahrscheinlich nicht mal dazu kommen, dass diese Frau sich irgendwie rechtfertigen muss, dass sie befragt wird, sondern ganz im Gegenteil hat er gesagt, unsere Tochter muss dann wird da nochmal dazu gezogen und muss eine Aussage machen. Unter Umständen könnte es sein, dass man, weil das Kind ja noch nicht so alt ist, irgendwie auf eine schriftliche Aussage geht, aber also da möchte ich noch mal ganz kurz einhaken. Ganz wichtig ist, dass man das alles über Anwälte macht. Nicht alleine zur Polizei gehen. Das geht nicht, weil da passieren Dinge, das kann man nicht überblicken als normaler Bürger. Man hat keine Ahnung, wie man da vorgehen muss. Das ist wirklich wichtig. Macht es nicht alleine. Macht es alles, wenn ihr den Schritt macht, und was ich super finde, weil auch, ja, wenn da nichts passiert, trotzdem ist da, ja, kommt da ja was in Gang. Aber macht es über Anwälte, weil die wissen genau, wie die mit der Polizei interagieren müssen, dass da was passiert. Weil sonst passieren genauso Dinge, das wird abgewimmelt oder ja, dann ist es nur eine Anzeige und kein Strafantrag und so weiter, ja. Und dass man als Nebenkläger auftreten muss, um Akteneinsicht und was auch immer da alles dann noch mit reinkommt. Ja, also wenn ihr loslegt, über einen Anwalt. Also würde ich machen, ganz wichtig. Ja, es ist da leider auch schwer, den richtigen zu finden. Auch Anwälte für Aufklärung, die sind ja unfassbar überlastet inzwischen. Mhm. Aber ich bin da immer auch gern für einen Tipp dankbar von euch allen, wenn jemand an der Hand hat, weil über unsere Rechtsschutzversicherung, also die haben uns dann auch abgeraten und da hatten wir dann einen dran, der war absolut für das Ganze und da haben wir dann gleich aufgelegt und haben gesagt, nee, so hat dann auch keinen Sinn. Man muss suchen, also ich kenne das aus eigener Erfahrung, man muss länger suchen, bis man einen guten Anwalt findet, das ist einfach so. Ja, und der auch Kapazitäten hat. Aber wenn man jemanden hat, wenn man wirklich einen guten Anwalt hat, dann passiert auch was, ja? Dann passiert wirklich was. Sonst ist es so, sonst ist es einfach so ein Herumschwimmen, ja, im Nebel. Ja. Ich wollte jetzt noch eine Sache kurz sagen, dann lasse ich die anderen zu Wort kommen. Ich für meinen Teil halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir, die dagegen sind, Gesicht zeigen, dass wir sagen, wir sind dagegen, was hier passiert. Weil nur dann können sich andere auch anschließen. Ich erlebe, dass viele dagegen sind, aber wirklich nicht mutig genug oder warum auch immer, sich da selber zu erheben. Und ich glaube, da braucht es eine kritische Masse. Ja. Und es ist sicher leichter, sich dann anzuschließen, wenn jemand vorausgeht. Und jeder, der von uns da irgendwie psychisch und physisch in der Lage ist,
den möchte ich ermutigen, das auch zu tun, Gesicht zu zeigen, einfach den Standpunkt zu vertreten. Das ist unser Recht, zu sagen, wir sind damit nicht einverstanden. Das kann uns keiner nehmen und wir wollen auch nur unsere Kinder beschützen, wie andere vielleicht ihren Kindern Masken aufsetzen und meinen, sie schützen ihre Kinder. Also das ist unser Recht. Und da möchte ich noch hinweisen, wir haben eine Telegram-Gruppe gebildet, Finger weg von unseren Kids. Da wollen wir spontan Demos vor den Schulen machen, einfach mit viel laut und mit Transparenten und so. Nur kurz, aber dass eben auch die Lehrer sehen, weil es ja immer heißt, wenn man mit jemand spricht, na, sie sind aber die Einzige, die sich darüber beschweren. Mhm. Und wenn Eltern sehen, okay, da sind noch andere. Wenn Lehrer sehen, nee, da sind nicht alle Eltern mit einverstanden. Oder wenn die Kinder sehen, da sind Eltern, mehrere, die das nicht gut finden, dass wir da mit Masken in der Schule hocken. Ich glaube, da bewegen wir vielleicht nochmal was, den einen oder anderen noch aufzuwecken, damit wir einfach mehr werden. Genau, super. Kannst du mir den Link vielleicht mal per Mail schicken, dann könnte ich das auch noch posten. Gerne schicke ich, ja. Ja. Vielen Dank. Danke dir. So. Nicola sehe ich hier noch. Ja, hallo, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören, aber ganz leise nur. Geht es ein bisschen lauter? Ja, ist jetzt besser? Ist besser, ja. Okay, super. Warte mal ganz kurz, ich sehe noch, Moment, ich muss hier gerade noch was einstellen, sorry. Jetzt bist du im Vordergrund. Alles klar, das hat nur ein bisschen gedauert. Kann losgehen. Gut, dann fange ich mal an. Also ich bin aus Baden-Württemberg. Bei uns ist es jetzt ja nicht so schlimm wie in Bayern, möchte ich mal sagen. Ich war eigentlich auch von Anfang an schon so, dass ich gesagt habe, ich kann meine Kinder nicht mit Masken in die Schule schicken. Habe auch gleich sowohl für die Kinder als auch für mich Atteste besorgt. Dann wurde ja zum Glück in der Grundschule die Maskenpflicht bei uns aufgehoben. Dann betraf es nur noch meinen Sohn, der ins Gymnasium geht. Der ist recht selbstbewusst zum Glück und ist mit Attest von Anfang an hingegangen und es wurde auch anerkannt. Jetzt hatte ich nach den Sommerferien die Einschulung von meiner Tochter ins Gymnasium, die leider nicht so selbstbewusst ist. Und ich war selber auch, ich hatte so Haarbänder für uns beide dabei. Und es hatten alle Kinder und alle Eltern, alle, die anwesend waren, wirklich Masken auf. Ich habe auch versucht, mit einzelnen Eltern zu sprechen, aber da war so, das sind jetzt eben die Vorschriften und wir machen das jetzt. Also so gar kein, auch dass Kinder in den Pausen jetzt Masken aufhaben müssen, also im Freien, wurde überhaupt nicht irgendwie hinterfragt. Das ist jetzt eben so. Und die armen Politiker, die haben es gerade eh nicht leicht. Und dann war wirklich so, wir saßen dann in dieser Aula, alle mit Masken bei dem Vortrag. Und meine Tochter hatte ihr Haarband erst am Hals, hat sich dann umgeschaut und hat dann das Haarband über die Nase gezogen, weil sie einfach gesagt hat, sie schafft das nicht. Und ich finde dieses, also es ist wirklich, sie kam dann auch mit der Lehrerin ins Gespräch danach, die meinte, die Maske, die du hast, die bringt jetzt aber auch nicht so viel. Und dann meinte meine Tochter, ich bin eigentlich befreit, aber ich komme mir so nackt vor, wenn ich hier als Einzige ohne Maske rumlaufe. Deswegen habe ich jetzt nur das Haarband, aber ich kann Ihnen das Attest zeigen. Mhm. Also, was auch wirklich krass war, also jetzt am nächsten Tag hatte meine Tochter, die war krank, die hatte Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Ich habe sie seitdem von der Schule daheim gelassen. Also. Das sind absurde Szenen. Ne? Es hat eine Form von völliger Absurdität. Ja. Dass man einfach sprachlos ist. Ja, ich komme da einfach nicht mehr weiter mit gesundem Menschenverstand und Aufklären. Und ich habe von Anfang an E-Mails an die Elternschaft geschrieben, auch Studien beigefügt, was das eigentlich mit den Kindern macht, diese Maßnahmen. Aber ich habe so gut wie keine Rückmeldungen bekommen. Teilweise waren die Eltern auch wütend auf mich, dass ich da was anzweifle. Also das waren jetzt keine aufrührerischen Dinge, das waren irgendwie Lehrer und Pädagogen und Ärzte, die einfach gesagt haben, es schadet den Kindern. Hm.
Ja, anscheinend ist die Angst in den Menschen so groß, ne, dass wenn da nur ein bisschen dran gerüttelt wird an diesem Weltbild, was man da hat, dass es dann sofort zu einer Abwehrreaktion kommt. Und ich verstehe es, also ist mir, weil es sind ja die eigenen Kinder, da ist ja auch eine biologische Komponente, ne, sich um die eigenen Kinder zu kümmern, ja, und dass das so wenig durchschlägt, das ist einfach unglaublich, ja. Und ich meine, die Frage ist auch, wie fühlt ihr euch mit dem Ganzen, ne? Was löst es für Zustände in einem aus? Es ist vielleicht auch noch wichtig, dass man das, was das in einem macht, ja, da sage ich dann nach der Pause noch was dazu, dass man dem auch wirklich Raum gibt. Mhm. Wie ist denn deine Vorgehensweise jetzt oder deine weitere Vorgehensweise? Also wir haben jetzt bald den Elternabend für die Klasse meiner Tochter und da wollte ich einfach ganz offen nochmal ansprechen, dass ich es nicht sinnvoll finde, Kindern im Freien eine Maske aufzusetzen. Und einfach da mal gucken, also wirklich vor allen und gucken, ob da irgendeine Reaktion kommt, ob es vielleicht jemand anders auch noch nicht sinnvoll oder ob es alle toll finden. Ja. Und was, ja. Generell. Ja. Was wäre denn? Ja, ich höre. Was mir Unterstützung gibt, ich bin in zwei Telegram-Gruppen. Das ist einmal die Eltern stehen auf-Gruppe und die Eltern für Aufklärung-Gruppe. Und da gibt es Gleichgesinnte. Da habe ich jetzt auch schon ein paar Eltern hier vor Ort kennengelernt, die sind nur nicht mit, also die Kinder sind auf anderen Schulen. Aber das tut einfach sehr, sehr gut. Dann denkt man nicht, dass man ganz, also allein und irgendwie doch komisch ist. Ja, ja, absolut. Sich verbinden. Ja. Was wäre denn, wenn man vor die Klasse tritt, also wie gesagt, ich hab keine Ahnung von diesem Setting, aber wenn man einfach nur berichtet, wie das eigene Kind daran zugrunde geht, ohne irgendwas in Richtung ja, das und so weiter, sondern einfach nur das berichten. Mein Kind hat Erstickungsanfälle, es erbricht nachts, nur das. Ich weiß nicht, ob denn die anderen Eltern das irgendwas bewirken würde, damit die Konfrontation da nicht so stark ist. Ich denke, die Eltern denken dann, man hat ein merkwürdiges Kind, das sich da anstellt. Und die eigenen Kinder haben ja gar keine Probleme damit. Ah, okay. Und finden das ja toll. Okay. Ja, gut. Aber es sind ja wahrscheinlich mehrere Kinder, die darunter massiv leiden, oder? Aus den Gesprächen mit den Eltern habe ich diese Rückmeldung irgendwie nicht bisher. Nee? Ich weiß es nicht. Tja, Wahnsinn. Ja, gut. Schön. Ja, ich gebe dann mal weiter, wenn noch jemand anders Fragen hat oder Vorschläge. Ja, es sind noch einige, die die Hand gehoben haben. Mhm. Dann danke dir für deine Mitwirkung. Ja, danke. So, wir haben jetzt 11 Uhr. Ich würde sagen, wir machen kurz Pause, so 5 Minuten oder so. Bis 8 nach und dann machen wir einfach weiter. Okay, dann machen wir so langsam weiter. Ich glaube, Antje, du hattest eben die Hand noch gehoben, oder? Habe ich das richtig gesehen? Jetzt kannst du sprechen. Hörst du mich? Ja. Ja, ich habe so ein paar Aussagen hier gehört und ich kann dem nur zustimmen. Zum Beispiel auch die Aussage aller Lehrer, aller Verantwortlichen in den Schulen oder auch im Hort, dass die Kinder das einfach nur ganz toll machen. Wir Erwachsenen würden uns dann Kopf zerbrechen, viel zu viel reininterpretieren. Die Kinder sind super. Die haben kein Problem damit. Alles läuft wie am Schnürch. Mhm. Alleine das ist ja schon, das zeigt ja das Ausmaß der Katastrophe. Ja. Für Kinder im Grundschulalter ist das die Normalität, was die Erwachsenen ihnen vorleben. Genau da setzt ja die Traumatisierung an. Das begreift keiner und ich erlebe eine unfassbare Ohnmacht, weil sowohl die kognitive Dissonanz, den Leuten Zahlen zu zeigen, die sie nicht mehr sehen können, sie trauen ihren eigenen Augen und Ohren nicht mehr,
ist ja auch, sag ich mal, ein Ergebnis von einer kollektiven Traumatisierung in unserer Gesellschaft. Die Leute glauben sich nicht mehr, sind voll von Angst. Sie sind entweder gelähmt vor Angst oder gelähmt davor, dass sie eben nicht auffallen wollen. Bei uns im Ort ganz massiv. Die Eltern haben Angst, schlecht aufzufallen, sagen auch unter anderem deswegen nichts. Und ich erlebe da ja wirklich wie so eine Wand. Also man kann weder mit Zahlen, mit Beweisen, mit Statistiken, mit der Meinung von Fachleuten irgendetwas erreichen. Und ich habe mir dann eine Weile überlegt, könnte es nicht vielleicht eine Lösung darin liegen, auf der emotionalen Ebene in Kontakt zu treten. Also zu sagen, wie fühlen sich denn eure Kinder? Habt ihr mal mit denen gesprochen? Ich habe mit meinem Sohn gesprochen, das ist schon einige Wochen her. Und ich habe ihn gefragt, wie fühlst du dich denn mit der Maske? Und er sagte, ich habe damit kein Problem, alles gut. Und dann habe ich mich nochmal vor ihn gesetzt, ihm in die Augen geschaut und gesagt, wie fühlst du dich mit der Maske? Und ich habe gemerkt, wie irritiert er von dieser Frage war. Ich habe richtig gemerkt, wie er etwas umgeschaltet hat in ihm, dass man sich überhaupt an ihn wendet mit dieser Frage, wie er sich fühlt. Ja, genau. Denn von außen kommt ja nur die Info, alles, die Info ist einfach da, das ist wichtig, das ist notwendig, die Indoktrination läuft ja über Blätter, ihr kennt die bestimmt alle, diese Übungsblätter für die Kinder, wo sie anmalen müssen, ausmalen müssen. Das läuft ja, das wird von keinem in Frage gestellt. Und ich habe ihn gefragt, wie er sich fühlt. Und er hat ein paar Sekunden, vielleicht eine Minute, zwei gebraucht. Und auf einmal schaut er mich an und sagt, Mama, ich fühle mich schrecklich damit. Es geht mir ganz schlimm in der Maske und ich hoffe, dass das alles bald vorbei ist. Und das zeigt dieses Ausmaß. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wenn ich auf die Menschen auf diese emotionale Art und Weise zugehe, ob die Eltern überhaupt in der Lage sind, ihre Kinder das fragen zu wollen ernsthaft. Denn das würde ja das ganze System sprengen. Ja. Sie ja auch konfrontieren. Was vielleicht hilfreich ist, wenn man selber seine Gefühle mitteilt, den Eltern zum Beispiel. Meinem Kind geht es sehr schlecht, ich fühle mich verzweifelt. Ja. Also der Zugriff auf den anderen, auch mit einer Frage, ist immer eher tendenziell, der Zugriff auf den anderen ist immer eher mit einer Abwehrreaktion verbunden. Aber wenn ich was von mir mitteile, ich bin Mutter, mein Kind erbricht nachts, ich bin völlig verzweifelt, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Nur das, nicht sonst nichts. Ja, das macht was. Ne? Also eher in Austausch gehen über die Mitteilung, also die eigene, über die eigenen Empfindungen sozusagen. Genau, ja. Weil sonst ist es so ein bisschen, ja, es ist immer, also wenn wir uns ehrlich mitteilen, dann gibt es für das andere System keinen Grund, in eine Abwehrreaktion zu gehen. Und jedes Mal, wenn wir das davon abweichen, dann ist das wie so ein, das ist ja sozusagen sonst ein Krieg, wenn ich zum Beispiel mit Argumenten komme und das ist wie so ein, wie eine Kriegsansage. Und das macht das System einfach, das macht dicht, ne? Das ist, ja. Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass jedes auf den Rektor zugehen mit Zahlen, Statistiken, mit Anwälten nicht genau das Gleiche eigentlich tut? Also ich erlebe das so, dass die Leute sofort dicht machen. Ja gut, ich würde es so, also meine Sicht ist so. Ja. Ich würde zuerst einen Dialog versuchen. Und Dialog ist im Wesentlichen jetzt nicht mit Statistiken zu erzeugen, sondern sich mitzuteilen. Vielleicht auch dem Direktor. Ich fühle mich so und so, mein Kind ist die ganze Nacht am Erbrechen. Fertig, warten auf eine Reaktion. Einfach nur diese Mitteilung von sich. Unsere Familie dreht durch, unsere Kinder drehen durch, Punkt. Nichts weiter, nur diese Mitteilung und auf eine Reaktion warten. Und wenn es alles, wenn diese Kontaktaufnahme und dann nicht funktioniert, also wenn da nichts kommt, wo sich dann was weiterentwickelt, ja, dann wäre einfach der Schritt, dann wirklich auch in die Selbstverteidigung zu gehen und zu sagen, okay, wir überlegen uns mit einer Strafanzeige oder so. Ja. Und dann, weil das bringt dann einfach nichts, so mit einer Betonwand zu reden oder das bringt einfach nichts. Genau. Und diese Geschichte, was wir jetzt sehen, das ist auch nicht wirklich jetzt entstanden, sondern was jetzt einfach sichtbar wird, das ist die Traumatisierung, die Gesellschaft sowieso die ganze Zeit hatte, das wird nur jetzt sichtbar. Es wird deswegen sichtbar, weil sozusagen es wird ein Schaden erzeugt oder eine Gefahr ist da und wir sehen, dass die Menschen sich nicht wehren und da ist zu sehen, was die ganze Zeit da war. Das war einfach nur nicht sichtbar, wenn alles so halbwegs läuft. Ja. So deswegen, man muss immer im Hinterkopf behalten, das, was wir jetzt sehen an den Menschen, die sich nicht wehren,
das sind gar keine Erwachsenen. Das sind Kinder in erwachsenen Körpern, die in ihren frühen Autonomiebewegungen festhängen. Die hatten keinen Raum, die durften nicht. Ja? Und das ist nie gelöst worden. Und deswegen kann man mit den Menschen heute quasi machen, was man will. Weil man gar keinen Erwachsenen vor sich hat. Man kann ihnen sagen, du zieh eine Maske an. Macht überhaupt keinen Sinn. Die machen das. Mhm. Ja? Das machen Kinder. Das machen nicht Erwachsene. Ein Erwachsener fragt, echt? Nö, mache ich nicht. Und wenn doch, dann erzähl mir mal, warum ich das machen soll. Ja. Ja, wir haben es mit Kindern zu tun. Ne? Auch das Unvermögen, überhaupt sich einzugestehen, dass die Regierung, der Staat, wer auch immer, uns nicht schützt. Ja. Das fällt vielen Leuten so schwer. Das ist ja quasi auch so eine Spiegelung der Eltern-Kind-Beziehung. Ja, ja, genau. Man kann das nicht erfragen, ne? Das wird auf die Medien und auf die Politiker projiziert, das Bild, das, was nicht gelöst ist. Ne? Und wenn das in Gefahr ist, dann wird es sehr, sehr wackelig. Ja? Weil dann die ganze Pseudosicherheit, wo soll ich mich dann noch festhalten? Ja? Das wird dann, ja, das ist das. Ja, deswegen frage ich mich immer, an welchen Ansatz können wir finden, wirklich in Dialog gut zu treten? Ist das eher der emotionale oder sind das vielleicht beide Wege? Also auf jeden Fall die Idee gut, immer erst einen Dialog zu starten, indem ich mich äußere mit meinen Themen. Ja, ja. Dialog ist immer nur eine Mitteilung von sich selber. Ja. 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 Das ist generell eine gute Idee. So, wie fühle ich mich jetzt? Einfach sagen, wie fühle ich mich? Ich fühle mich so und so. Ja. Das ist das, was mir die meisten Sorgen bereitet, dass es die Kinder eben in dem Alter wirklich so indoktriniert, dass es zu ihrer Normalität wird und dass ich auch selbst gar nicht mehr so den Zugriff habe. Also ich kläre meinen Sohn auch auf und ich erkläre ihm, dass er keine Angst haben braucht, dass dieses Virus nicht gefährlich für ihn ist und für uns auch höchstwahrscheinlich nicht, dass es tausende andere Viren und Bakterien gibt und trotzdem bekommt er so viel in der Schule mit. Neulich hat er aus Spaß eine Brille meines Mannes aufgezogen. Wir mussten lachen, weil es lustig aussah. Und er sagte danach, Mama, das ist gut. Jetzt sind auch meine Augen vor Corona geschützt. Und sowas passiert mehrmals im Alltag, wo ich einfach merke, wie sehr er indoktriniert wird. Ja. Wie so festsetzt in ihm auch die Angst vor etwas, was unsichtbar ist. Wahnsinn. Also, ja, das ist Wahnsinn. Aber so wird es gemacht, wenn man setzt. Wenn man eine Diktatur errichten will, setzt man am besten bei den Kindern an. Ne? Mhm. Werden dann einfach von Grund auf programmiert, ne, auf Angst und dann kann man später mit denen einfach, das sind dann nur noch so Puppen, so Marionetten, die kann man einfach hin und her schieben, wie man will. Tja. Mhm. Ja, ganz kurz noch, dann bin ich fertig. Ich merke, dass er vermehrt gerade wütend ist, aggressiv ist. Ich habe jetzt selbst mich sehr lange mit Traumathemen und auch der Polyvagaltheorie beschäftigt und ich bin gerade so ein bisschen am Gucken, wie kann ich das mit ihm, wie kann er das ausagieren? Ich mache das ja schon immer, er darf seine Wut ausagieren, aber ich merke, dass es einfach zugenommen hat und ich bin sicher, dass es mit der Gesamtsituation gerade zu tun hat. Was hat zugenommen? Seine Wut. Ja, ja, ja. Er verbalisiert das auch, aber er weiß natürlich, es kann er die Zusammenhänge nicht ziehen. Mhm. Und da wäre jetzt auch für mich nochmal so eine Frage, wie kann man das gut begleiten? Ja, das Einfachste ist, indem man sozusagen selber zeigt, dass man kein Problem mit der eigenen Wut hat. Ja? Wenn ich zum Beispiel einfach sage, ach, das kotzt mich jetzt einfach an, das geht mir total auf den Keks, ja, ohne jetzt die Energie irgendwo hinzulenken, sondern einfach, dass die Kinder sehen, ja, da ist Wut, da gibt es gar kein Problem. Ja? Und dann auch, wenn ein Ausdruck von Wut kommt von dem Kind, dass man dann sozusagen nichts damit macht, sondern aha, du bist ganz schön wütend. Ja. So, ne? Einfach ein bisschen spiegeln und dass das Raum bekommt. Und das heißt, einmal, also worum es geht, ist sozusagen im Dialog die Verbindung mit dem Kind zu haben, während es wütend ist. Mhm. Ja, also so wie es gerade, ja, hat jeder seine eigenen Varianten, wie man dann mit dem Kind in Dialog oder in Kontakt tritt. Ja? Also in dem Ausdruck von Wut in Kontakt treten und signalisieren, dass es in Ordnung ist. Der andere Teil ist, das muss über den Körper irgendwie raus, weil das ist eigentlich eine Energie für Kampf und Flucht über den Körper. Also man kann zum Beispiel einen Kissenstapel nehmen und draufhauen, ja, und fragen, oder auch mal vormachen selber. Ne? Es gibt Familien, die hauen gemeinsam, Eltern und Kindern alle zusammen auf einen Stapel, ja. Scheiß Corona. So, dass das genau, und dann
in dem Moment, wenn wir das sowas machen, dann sehen wir plötzlich auch, dass wir nur die Welt durch den Zustand unseres autonomen Nervensystems erleben. Weil das ist ja das Kuriose, wenn ich plötzlich dann einen Release habe und mir es gut geht, dann ist auf einmal die Umwelt auch kein Problem mehr. Ne? Und das, wir projizieren das alles. Ja. Also wir machen das einmal so, wir haben so eine Art wie Lebkuchenmännchen, die wir aufmalen, und Jonathan hat sein Lebkuchenmännchen mit Farben ausgestaltet für verschiedene Gefühle, Wut etc. war auch dabei. Und jetzt hat er selber sowas erfunden wie eine Farbskala, die quasi Abstufungen seiner Wut darstellen. Das ist cool. Von gelb bis schwarz mit roten Punkten, das ist der höchste Vulkanausbruch an Wut. Das tut ihm super gut, weil er das quasi verbildlichen kann. Er kann es mir zeigen, er kann es aufmalen. Das ist jetzt einmal die Seite, dass er sich dessen bewusst wird. Er darf das auch ausleben, und wir haben jetzt auch noch so ein paar körperliche Spiele erfunden, mit denen er die Wut rausstampfen darf. Und ich merke, wie wichtig das für ihn ist und dass er das... Ja, absolut. Weil da ist es so viel, in dem, man muss sich überlegen, was da passiert. Ja, dass, also die Kinder, die werden mit einer solchen Ohnmacht konfrontiert, mit was, was gegen die Biologie ist. Und der Körper, der sozusagen, der explodiert eigentlich an Kraft und Energie, um sich dagegen zu wehren. Das geht aber nicht, weil das so eine Übermacht ist. Das heißt, es wird alles eingefroren im System. Das hängt im System fest. Das ist wie, ich nenne immer das Beispiel, ein Ferrari mit 500 PS, Gaspedal und Bremse gleichzeitig voll durch. Ja, irgendwann fliegt der Motor einem um die Ohren. Und das ist das, was dann die Symptome erzeugt. Ja, deswegen ist das total wichtig, dass man wenigstens da so ein bisschen wegkanalisiert von dieser Ladung. Und die Folge aus meiner Sicht, also wenn das länger anhält, glaube ich, dass die Kinder alle in die Abschaltung gehen. Das heißt, die werden alle sozusagen in Richtung Depression gehen. Die werden quasi lethargisch, apathisch, die unterwerfen sich. Ne? Und am Anfang ist sozusagen der Organismus noch das bewegt sich noch, und es ist aber keine Lösung. Es gibt keinen Weg, das zu kanalisieren oder auszudrücken, und dann gibt es die Notabschaltung. So, und dann kann man sich überlegen, was passiert eigentlich, wenn die Kinder alle in diese Notabschaltung kommen. Dann lernen die auch nichts mehr. Ja, die sitzen dann nur noch da, und das sind dann wie so Tote, wie so Leichen, so ein Leichenhaus hat man dann. Ja. Und die Menschen dann da wieder rauszuholen, das wird dann nicht so einfach. So. Das ist ja eigentlich die klassische Traumazange. Ja, ne? Ja, genau, klar. Ich bin ohnmächtig gegenüber, ich kann die Wut oder die gesunde Aggression gar nicht rauslassen. Genau. Dann bin ich ohnmächtig und sacke irgendwann in mich zusammen, genau. Ja. Tja. Für mich ist die Ohnmacht zurzeit das Hauptthema. Ja. Inwiefern? Jetzt für dich? Oder? Ja, für mich auch. Weil ich eben sehe, dass man sehr schwer andocken kann im Moment an Leuten, sehr schwer in Dialog kommen kann. Und ich finde es super, wenn Menschen diese Schritte machen. Und ich habe das auch vor, wenn weitere Beschränkungen bei uns auftauchen, dass ich wirklich auch klage etc. Aber wenn ich sehe, wie viele Klagen abgewiesen werden, wie viele Gesundheitsämter gar nicht antworten auf Briefe, auf Anfragen, auf konkrete Anfragen auch von Eltern. Es kommt, wie du sagst, kein Dialog zustande, der wird einfach verweigert. Ja. Du löst in mir eine unbändige Wut aus. Ja, das ist gut. Das ist ja auch angemessen. Und diese Ohnmacht, von der du beschrieben hast, das ist eine Illusion. Du bist nicht ohnmächtig. Dieser Zustand, der stimmt nicht mehr. Ne? Wir sind nicht ohnmächtig. Wir können sehr viel tun. Also da müssen wir auch aufpassen. Wir sind nicht ohnmächtig. Es kann sein, dass ein Gefühl dafür hochkommt. Das stimmt aber nicht mehr als Erwachsener. Ja, klar. Das Wissen ist da. Aber wenn ich so auf der großen Ebene gerade betrachte, was der Staat ist imstande ist zu tun, ohne Evidenz. Ja, du erzählst mir jetzt eine Rechtfertigung für diesen Zustand, der aus der Kindheit stammt. Das würde ich nicht machen. Ja. Dieses Gefühl stimmt nicht. Du bist nicht ohnmächtig, du bist ein Erwachsener, der handeln kann. Ja, du kannst nicht auf den Knopf drücken, dass sich alles ändert. Aber du bist nicht gefesselt, eingesperrt in einem Gefängnis. Nee. Man hat ihren Mund zugebunden. Das stimmt nicht. Ja. Das sind einfach wichtige Sachen, weil wir werden von unserem System belogen, was da aus der Kindheit hochgespült wird. Mhm. Das stimmt einfach als Erwachsener nicht. Da müssen wir einfach aufpassen, weil wenn wir da reingehen, dann geht es uns schlecht. Und es hat ja keine Entsprechung mehr im Außen. Ja. Also dieses Ohnmachtsgefühl stimmt einfach nicht. Mhm. Dann bleibe ich bei der Wut. Absolut, absolut. Das war's. Okay, danke dir. Ja, danke auch. Ja, vielleicht zwischendurch.
wollte ich euch noch was empfehlen. Das habe ich auch in der Beschreibung unten reingetan. Und das ist TRE für die, die das noch nicht kennen. Da gibt es auch ein Buch zu. Ich halte es mal in die Kamera. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Das ist was, was unheimlich hilfreich ist, weil das sind Körperübungen, die man alleine machen kann zum Trauma-Release. Muss man sich von einem Provider, der dafür zugelassen ist, zeigen lassen, aber dann kann man für sich den Körper entladen. Und wenn man das jeden Abend macht, dann hilft das einfach, den Stress abzubauen. Und das können auch Kinder machen. Ja. Wichtig ist nur, dass man das bei einem zugelassenen Provider sich zeigen lässt, nicht bei irgendwem, bei einem Freund, der das mal irgendwo gesehen hat. Das ist wichtig und das würde ich euch einfach empfehlen. Das löst das Problem nicht, aber es hilft den Körpern mit dem ganzen Wahnsinn besser zurechtzukommen. TRE von David Berselli. Ja, gut. Dann haben wir noch Johanna. Ja, hallo, grüß dich, Gopal. Grüß dich. Ich finde mich natürlich in dem allem wieder, was die anderen auch schon gesagt haben. Also ich finde es vor allem schwierig, dass man ständig verschiedene Gesichter zeigen muss. Und da ärgere ich mich, dass ich selber oft den Mut nicht habe, eigentlich das im Außen komplett auch zu zeigen, was ich schon lange ja so denke und empfinde. Das heißt, was die Schule betrifft, weil mein Sohn auch Angst hat, die Maske abzuziehen, obwohl wir auch einen Attest haben, weil er dann eben ständig gemaßregelt wird von den anderen Kindern und dann eben auch wieder eine Ausnahmesituation. Und also er möchte das auch nicht, er traut sich im Moment das auch nicht. Er kapiert alles, worum es geht und wird im Moment einfach auch total indoktriniert. Das heißt, das ist der Schreck gewesen für mich gestern, mitzubekommen, man hat gerechnet mit diesen ganzen rot-weißen Absperrbändern und den ganzen äußerlichen Geschichten. Aber dass im Unterricht in Englisch ein Text, warum die Impfung jetzt so wichtig sein wird, in Physik oder was auch immer, wie man es nennen will, haben sie Versuche gemacht, indem sie Zimt durch Masken gepustet haben und siehe da, sie blieben in der Maske stecken. Und deswegen ist es so toll gegen die Aerosole. Und dann wird ausgerechnet, wie viel, wenn ein Mensch drei Leute ansteckt, wie schnell stecken dann wie viele Leute so und sowas. Das war dann im Rechnen. Das ist unglaublich. Okay, jetzt komme ich dann auch gleich wieder in meine Wut. Also ich bin übrigens in der EM-Gruppe, in einer EM-Gruppe von dir. Also ja, in einer lokalen Gruppe. Also das heißt, es geht die ganze Zeit hin und her zwischen. Ich versuche auch in der EM-Gruppe, die es glücklicherweise gibt, immer wieder zwischendrin wieder runterzukommen. Aber es wird halt ständig neu traumatisiert, beziehungsweise ich komme halt ständig wieder von vorne in Situationen, die dann wieder lostriggern. Und ich muss also quasi meinem Sohn sagen, okay, wir wissen, so und so sind die Zahlen, so und so funktioniert das alles. In der Schule darfst du das und das eben natürlich lieber nicht sagen, ja? Das heißt also, jetzt kommt er in eine Situation, dass er eigentlich die ganze Zeit selber Sachen nicht sagen darf, obwohl er sie ganz anders weiß. Ja. Und das ist halt die Situation, die ganz schwierig ist. Wie kriege ich das hin, dass ich gleichzeitig mit ihm schon Klartext rede und gleichzeitig muss er aber eine andere Situation selber einnehmen innerhalb von der Schule. Ja. Ja. Also das ist halt im Moment so die Geschichte, wo ich drin hänge, ja, wo ich auch sehe, dass es schwierig ist. Mal gucken, wie lange es möglich ist, dass er hingeht. Weil es ist wichtig für soziale Kontakte für ihn, weil er einfach sonst sehr wenig Kontakte hat. Ja. Genau, das ist jetzt so meine Mutterkiste. Ich habe selber ein bisschen Ladehemmungen, was das betrifft, so richtig in dieser Schule jetzt aufzulaufen. Wir waren sehr froh um diesen Schulplatz in einer privaten Schule. Und ich weiß, wenn ich jetzt da großen Rabatz mache, in der Elternschaft ist keiner ähnlicher Meinung wie ich. Es ist eine relativ kleine Schule. Ich tue ihm keinen Gefallen. Das heißt, ich kann auch nicht das sagen, was ich wirklich denke, weil ich dann meinem Kind eigentlich eher schade im Moment, ja, solange er da ist. Ja, das heißt also dieser Zwiespalt. Eigentlich will ich auch mit glühenden Fahnen kämpfen. Ich tue in irgendwelchen Gruppen, ich verteile, was ich kann. Ich versuche auf allen Ebenen irgendwo was zu tun. Ne? Und gleichzeitig merke ich, ich bin selber ein Angsthase.
Ja, und ich traue mich selber nicht draußen. Ich nehme dann ja quasi in den Rücken damit auf eine Art, ne? Weil ja, ja. Ihre sozialen Bindungen dort. Ja, so ist es. Und eben, und ich merke, dass ich selber anfange eben, also ich finde es selber bei mir nicht gut, dass ich selber zu viel Angst habe, um jetzt meinetwegen beim Einkaufen gehen. Ich habe einfach Angst vor dieser Aggression, die mir entgegenkommt. Ein paar Mal habe ich das versucht, ja. Und ich merke halt, dass ich es nicht aushalte. Ja? Also ich persönlich alleine halte nicht aus, angegriffen zu werden, also man kriegt ja mit, dass es inzwischen sehr aggressiv wird, dass dann also ordentlich Sachen abgehen, und das halte ich einfach nervlich nicht aus, sage ich so. Das heißt also, ich kann im Moment auch das, was ich eigentlich tun will, nämlich wirklich Widerstand, ja, kann ich nur in anderen Formen machen, aber ich alleine im Alltag direkt schaffe es selber nicht. Und da ärgere ich mich über mich selber und denke, Herr Toll, ja, auf der einen Seite willst du da jetzt auch irgendwo Widerstand leisten und tust, was du kannst, und dann aber selber hast du zu viel Angst, um es auch dann wirklich dann zu tun draußen. Ja? Und das ist also zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich nicht so richtig weiß, ja. Naja, das ist einfach normal, weißt du, das ist ja so gewaltig, was da wirkt, also da würde ich mir keine Vorwürfe machen. Ich mache das auch nicht so, ja, also wenn ich zu einer Veranstaltung muss, um dort Menschen zu helfen, dann trage ich auf der Fahrt dahin eine Maske im Zug, damit ich da ankomme, ja, und damit ich in einem stabilen Zustand bin. Und wenn es mir schlecht geht, dann passe ich mich an, weil vorrangig ist, dass ich mich sicher fühle. Okay. Ja, und wenn das so ist, dann würde ich einfach auf der Ebene arbeiten, die für dich geht, ja. Okay. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Man kann im Hintergrund arbeiten, man kann direkt vorne auf der Bühne stehen als Anwalt. Ne? Es gibt ja viele Ebenen. Das heißt ja nicht, dass mit dir irgendwas falsch ist. Ja, da ist überhaupt nichts falsch. Da droht der Ausschluss vom Kollektiv. Ja, das sind so tiefe Ängste. Ja, in der Biologie, in der Evolution wäre das der Tod, wenn man aus dem Kollektiv ausgeschlossen wird. Also da würde ich mir wirklich überhaupt keine Vorwürfe machen. Das geht mit Sicherheit allen so. Ne? Was man machen kann, ist zum Beispiel mit mehreren einkaufen gehen, ja, und das, dann fühlt man sich sicherer. Aber ich würde nichts machen, was die eigene Stabilität gefährdet. Ja, okay, also wenn ich merke, ich selber ertrage eher noch, dann mache ich sowieso, sobald es geht, irgendwie mache ich das Ding unter die Nase, weil ich habe selber eigentlich auch einen Attest, ich kriege nämlich dann echt ziemlich schnell Panik, beziehungsweise ich kriege einfach keine Luft mehr, ich kann dann nicht mehr richtig atmen. Aber schon das, ja, das reicht ja schon aus. Da sitzen Leute 5 Meter weg und fangen an, einem zu deuteln, dass man diese Maske höher nehmen muss, ja. Also das heißt, das ist unglaublich, was da im Moment an Blockwarten unterwegs ist. Also wie gesagt, das ist mein persönliches, aber eigentlich geht es ja hier um die Müttergeschichte. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht sehr gesund ist, dass mein Sohn sozusagen 2 Gesichter haben muss, und ich weiß auch noch nicht, wie lange er es aushält. Aber eben, wie ich schon vorher gesagt habe, der Punkt, ihm damit eigentlich eher zu schaden, weil ich habe auch mitbekommen, in Privatschulen ist es durchaus so, dass wenn man da eben nicht die Dinge so macht, dass dann auch ein Ausschluss sehr schnell möglich ist, weil die sind ja nicht verpflichtet, die Verträge sozusagen zu halten. Also das habe ich auch schon mitbekommen im Bekanntenkreis. Johanna, ja? Ich würde dich gerne ein bisschen abbremsen, weil du bist jetzt dran mit 280 am davon galoppieren. Entschuldigung. Das ist, weißt du, das ist jetzt auch für dich nicht so hilfreich. Okay. Also guck mal, was du eigentlich sagen möchtest. Ja, wie kann ich meinem Sohn eigentlich helfen, dass er zurechtkommt? Ja, also ich denke, man muss einfach im Hinterkopf behalten, die primäre Bindung ist jetzt zu den Eltern. Ja? Und das ist da, wo die Kinder sozusagen die meiste Stabilität bekommen. Also ging es darum, zu gucken, dass die Beziehung zu den Kindern möglichst gut ist. Und wenn von dort aus, wenn das stabil ist, ja, und es ist im Moment halt so, und ja, aber wenn sozusagen die Verbindung zu dem Kind gut ist, ja, dann ist es auch leichter für das Kind außen sozusagen was zu machen, ja, was eben jetzt vielleicht irgendwie notwendig ist. Okay. Also ich würde wirklich das Vertrauen in die Beziehung zu den Kindern setzen.
Weil von dort geht alles aus. Wenn da, wenn es da hakt, wenn das schwierig ist, dann können wir gerade aufhören. Ja, das ist der Ausgangspunkt von allem. Okay. Und dann auch ihm selber sozusagen mehr überlassen oder ihn immer wieder fragen, ob es für ihn möglich ist, also eben hinzugehen. Und wenn er einfach sagt, ich kann da wirklich nicht mehr hingehen, dann ihn eben darin zu unterstützen, irgendwie zu versuchen, was anderes zu machen dann. Ja, man kann ja die Wege aufzeichnen. Ja, man kann auch sagen, du, wir können auch schauen, dass wir dich von der Schule runternehmen, dass du Homeschooling machst, hat dann die Konsequenz, dass du nicht mehr so den Kontakt zu deinen Freunden hast. Wir können schauen, dass du zu einer anderen Schule kommst. Ne? Also nicht, also einfach Möglichkeiten aufzeigen und gucken, ja, wie die Reaktion ist. Das muss aber ein bestimmtes Alter erreicht sein. Das kann man ja nicht mit ganz kleinen Kindern machen, das ist ja auch klar. Ja, klar. Ja. Aber mein Gefühl ist, ich weiß nicht, vielleicht gibt es jemanden, der sich damit auskennt, kann man nicht Kinder einfach aus der Schule rausnehmen und Homeschooling machen? Geht das irgendwie? Oder nee, also es ist im Moment ausnahmsweise, glaube ich, in Baden-Württemberg erlaubt. Also von den anderen Bundesländern weiß ich nicht genau. Also ich weiß, glaube ich, in Hessen ist es nicht, in Bayern ist es nicht, dass man für dieses Schuljahr, glaube ich, relativ leicht eine Befreiung kriegen kann für den Präsenzunterricht. Aber ich glaube, man muss dann trotzdem irgendwas vorzeigen. An und für sich ist ja Homeschooling nicht erlaubt in Deutschland. Ah, okay. Aha. Also da muss man, also es war bis jetzt immer so, dass es gibt einige Freilernerfamilien, es gibt aber auch, also die Wege dahin sind schwierig, es geht über Rechtsanwälte, teilweise werden sie dann verklagt mit Kindeswohlgefährdung, je nachdem, also da muss man auch fitte Rechtsanwälte haben, die dann das durchkämpfen, man muss ständig erneut auflaufen, muss sich bestimmte Befreiungen und bestimmte Nachweise und bestimmte Diagnosen geben lassen und so weiter und so fort. Also die Wege sind da nicht einfach. Es gibt auch Leute, die dann sehr viel Strafen zahlen mussten, das geht teilweise bis an Drohungen von Gefängnis. Manche scheinen es dann irgendwie geschafft zu haben, dass sie jetzt ihre Kinder zu Hause lassen und also da gibt es aber so Gruppen, weiß ich auch, Freilerner und Homeschooling und so weiter, wo man sich hinwenden kann, wo man Informationen kriegt über die von den Familien, die sowas auf die Weise schon durchgestanden haben. Oh, ja? Okay, also ich dachte, das ist schon irgendwie möglich, aber das hört sich jetzt an, als ob das eigentlich relativ aussichtslos ist. Es hängt auch wie immer davon ab, in welchem Bundesland. Es hängt davon ab, wo man gerade landet, wie schwierig das dann ist. Ja. Tja. Ich bin da sprachlos einfach bei dem Ganzen, was ich da von euch höre. Also das ist einfach, ja. Fehlen mir die Worte. Hast du denn, bist du denn gut vernetzt so mit anderen oder eher alleine unterwegs? Naja, an und für sich bin ich häufig viel alleine unterwegs, aber ich bin jetzt schon auch in den Telegram-Gruppen und also eben auch das Eltern stehen auf oder Eltern für Aufklärung. Und das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, ja. Also und einmal die Woche eben in der EM-Gruppe. Also da bin ich sehr, sehr dankbar, das ist schon klar. An und für sich im Alltag muss ich halt das meiste dann doch einfach alleine regeln, genau. Aber das ist schon mal gut zu wissen, dass es doch etliche andere gibt, denen es genauso geht. Ne? Ja, wäre wirklich mal interessant, wie viel wir eigentlich sind insgesamt. Ne? Das würde mich auch interessieren. Ne? Also ich hatte jetzt auch gedacht, dass sich mehr anmelden. Es sind jetzt um die 70. Das Video wurde, ich glaube, 8000 Mal oder so aufgerufen. Ist einfach auch erstaunlich. Ne? Also auch hier sind wir eigentlich relativ wenig. Also ich habe über 20.000 Abonnenten und jetzt sind 65 eingeloggt. Also obwohl es völlig kostenfrei ist und sogar ohne Registrierung. Also ist ja auch irgendwie was, eine Aussage. Ne? Ja. Ja, vielleicht haben es entweder welche auch noch nicht mitgekriegt oder keine Ahnung, oder kurzfristig unter Umständen vielleicht manche einfach nicht von der Arbeit gerade weg oder so. Ja, ja. Das kann sein. Ja. Ja, die Zeit ist natürlich auch ungünstig, klar. Das könnte sein. Ja, gut. Danke dir. Ja,
sorry, dass es vorher einfach ein bisschen galoppiert ist, aber das sind einfach enorme Kräfte, die da dann in einem drin auch arbeiten. Ja, 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 das ist die Energie, die kämpfen oder fliehen will. Ja, die hat sich jetzt über die Stimme im Kanal gesucht. Ne? Aber eigentlich ist das eine Körperenergie, die sich gegen eine Bedrohung wehren will. Und diese Energie, ja, die, wenn die freigelegt wird, dann, wenn die ganz da sein darf, na, dann geht es voran. Ja, da muss ich mir einfach auch noch irgendwas suchen, wo ich das dann mal loswerde, ja. Genau. Okay. Ich danke dir. Vielen Dank. Kartleck sehe ich hier noch. Wenn du sprechen möchtest, müsstest du deinen Ton anmachen. Ansonsten hören wir nichts. Okay, möchte nicht. Dann Nina. Hallo Gopal, hörst du mich? Ja, hör dich. Okay. Wow. So, jetzt bin ich auch ein bisschen von meinem angetriggerten und aktivierten runtergekommen, also das direkt von Betroffenen über Zoom und nicht nur über Telegram oder sonstigen Kanälen zu erfahren, das tut mir persönlich gut. Mhm. Und da bin ich dir sehr, sehr dankbar und ich glaube, das wird nicht das erste und das letzte Mal sein. Ja, ja, wir können gerne neue Termine machen. Also, das also die Uhrzeit, ja. Die Uhrzeit ist tatsächlich ungünstig, wie ich von mehreren jetzt gehört habe. So, jetzt haben wir ein Tonchaos. Ich schalte euch nochmal alle aus mit dem Ton. Und Nina, du kriegst jetzt gleich noch eine Anfrage zum Ton wieder anmachen. Jetzt. Bin wieder da. Bist wieder da, ja. Mhm. Gut. Also ich bin jetzt bei uns auch aktiver geworden. Und was meine Kompetenz ist, das Vernetzen. Und ich würde jetzt sagen, dass es wichtig ist, nicht nur bundeslandweit, sondern auch landesweit, dass wir Eltern, die schon aktiv sind und auch vernetzt sind, dass wir uns zusammentun. Ja. Und gerade die erste Rednerin, die Nicole, da wäre ich sehr, sehr dankbar, wenn ich da einen Kontakt kriegen könnte. Ich habe eine Telegram-Seite und eine E-Mail-Adresse, die ich weitergeben kann. Die Frage ist nur, wie an dich, Gopal? Per Mail, habe ich gesehen, bist du sehr überlastet. Ja, bei mir nur per Mail. Mhm. Ja, was wir machen können, ich könnte die Kommentarfunktion freischalten, wenn ich das Video nach YouTube hochlade, dass ihr euch über die Kommentare irgendwie vielleicht verbinden könnt. Ist halt immer die Gefahr, dann, dass Trolle da sind und ich muss dann jedes einzelne Kommentar prüfen. Das ist mal ein Riesenaufwand. Aber ich könnte das vielleicht einfach ein, zwei oder eine Woche mal laufen lassen und dann wieder rausnehmen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten guckt, dass ihr euch irgendwie ja, über eine Gruppe Facebook oder so irgendwie vernetzt. Aber vielleicht machen wir das. Ich mache das mit den Kommentaren. Dann habt ihr auf jeden Fall eine Anlaufstelle schon mal für euch, dass ihr euch gegenseitig ansprechen könnt. Beziehungsweise, du hast ja ihr gesagt, auf deiner Internetseite. Auf meiner Internetseite? Also Traumaheilung nicht, dachte ich, dass du da das irgendwie... Also du hast ihr ja gesagt, dass sie ihre Kontaktdaten weitergeben, die Info weitergeben soll. Ich weiß nicht mehr, welche Info. Ja, sie wollte mir einfach den Telegram-Kanal schicken, aber das hilft euch ja nichts, um euch zu vernetzen. Okay. Also ja, ich kann den posten, und aber... Und ich kann meine Kontaktdaten, das ist eine neutrale, also da können wir was aufbauen. Ja, nur ich kann das nicht leisten. Ich arbeite quasi sowieso schon rund um die Uhr. Das müsst ihr selber machen. Ja, deswegen, das Einzige, was ich machen kann, ist die Kommentarfunktion eine Zeit lang freischalten, dass ihr euch dann da austauscht. Und was ihr dann macht, ist eure Sache. Aber ich kann jetzt nicht noch darüber hinaus noch was machen. Ja, ich bin eigentlich im Urlaub, nach vielen Jahren. Das geht einfach nicht. Also was ich machen kann, ist immer wieder solche Termine anbieten, dass ihr quasi das verteilt, dass immer mehr Leute dazukommen und vielleicht
Sind wir irgendwann mal 1.000, die sich hier einloggen oder meinetwegen auch 10.000, dass das irgendwie ein Gewicht bekommt. Ja, das, also das kann ich gerne machen. Mhm. Alles andere darüber hinaus müsst ihr stemmen. Ist gut. Was ich auch nochmal hinweisen möchte, ist eben das TRE und die lokalen Gruppen, dass du ja die Internetseite hast und dass in vielen Bereichen schon Menschen aktiv sind miteinander, und das hat sie auch die erste Zeit sehr, sehr gut stabilisiert, als der Lockdown kam. Mhm. Und wir uns weiter eben die Verbindung gehalten haben. Und das höre ich von vielen. Also ja, da kann ich auch nur allen empfehlen, sich da mal mit auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal auf die Internetseite von Gopal zu gehen und sich vernetzen darüber. Das ist Traumaheilung.net, und da gibt es ein Menü lokale Gruppen, und da könnt ihr sehen, wo es lokale Gruppen gibt, und ihr könnt auch ganz einfach selber eine gründen. Auf jeden Fall, das ist das Wichtigste. Ja, danke für den Hinweis. Ja, jetzt zu meinem Persönlichen. Ich habe zwei jugendliche Mädchen, bin selber Traumabetroffene und habe jetzt erst die letzten Jahre das aufgearbeitet. Komme im Moment an meine zwei nicht richtig dran. Also die tragen Maske in der Schule, möchten in die Schule gehen. Das ist wegen sozialer Kontakte sehr wichtig, weil ich bin Alleinerziehende und meine Kinder sind zu Hause sehr allein. Und das belastet mich. Also ja, ich merke. Du bist zu Hause sehr allein, sagst du? Ja. Weil du arbeiten musst, oder? In dem Sinne allein, dass beide in ihrem Zimmer sind und Tür zu ist und kaum Kontakt möglich. Ja, wie alt sind die denn? 13 und 15, 16. Ja, da, guck mal, das, wenn du jetzt versuchst, da rein dich zu bringen, das ist nicht hilfreich. Ja, das, du kannst das nicht durchbrechen. Du kannst offen sein, ne, aber wenn du, die ziehen sich zurück, und das musst du absolut respektieren. Wenn du da versuchst durchzubrechen, dann hast du überhaupt keine Chance. Also das Einzige, was möglich ist, ist, dass du bereitstehst, ja, wenn sie auf dich zukommen, und alles andere musst du die Finger von lassen, würde ich dir empfehlen. Ja, du kannst nicht Kontakt mit jemandem herstellen, der sich trennt, indem du diese Trennung versuchst zu durchbrechen. Das geht nicht. Ja, das ist, was ich eben mache, und im Kontakt mit anderen Erwachsenen mein Thema einfach anzugehen und mich zu halten, damit ich für sie dann eben... Ja, weil wenn du was von deinen Kindern brauchst, damit du dich stabil fühlst, dann haben wir ein Problem. Also besser ist, Therapie zu machen oder ja, das auf gleicher Ebene zu lösen. Ne, aber das ist ja auch sozusagen in dem Alter, löst man sich einfach von den Eltern, und wenn das torpediert wird, das ist nicht so gut. Das heißt nicht, dass man die Kinder wegschiebt oder sich selber trennt, sondern dass man da ist, aber ihre Autonomiebewegung sein lässt und da nicht dazwischen funkt. Und die werden zu dir kommen, wenn du sie in Ruhe lässt. Ja, wenn du einfach da bist, zum Beispiel in der Küche sitzt, ansprechbar, aber nicht hinterher springst, ja, weil dann wird es nur noch schlimmer. Das andere ist, dass ich ihnen nicht mehr alles abnehme. Das ist, also das wirkt auch, dass ich ihnen eben mehr zumuten ist das Verkehrte, sondern einfach sage, ja, ich bin jetzt da gerade nicht dran, das einzukaufen und alles zu machen. Genau. Also, das, genau. Auch. Das sind im Prinzip Erwachsene, die du da hast. Mhm. Das ist ein wichtiger Hinweis, danke. Mhm. Oh, gut, das wäre es von meiner Seite aus. Ich habe jetzt, ja, das ist genug. Danke. Danke dir. Gut, ich bin jetzt auch so an der Grenze meiner Leistungsfähigkeit, deswegen würde ich das gerne so erstmal belassen. Vielen Dank euch, dass ihr euch gezeigt habt. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch auf Menschen vielleicht eine Wirkung hat, die jetzt da an der Schwelle stehen, einfach, dass das sichtbar wird. Ja. Ich werde es also jetzt gucken, dass ich daraus ein Video mache und dann das hochlade und die Kommentare dann freischalte, dass ihr euch da austauschen könnt.
Und ja, ich, also langfristig bin ich zuversichtlich. Es wird ja immer mehr. Es ist halt schade, dass es so langsam geht, aber insgesamt denke ich, ist die Entwicklung nicht mehr aufzuhalten. Und ich hatte es in einem anderen Video schon gesagt, was einfach wirklich auch eine Wirkung hat, die ist zwar unsichtbar, ist wirklich zu beten. Wenn immer mehr Leute für eine Lösung beten, ja, das hat eine Wirkung. Ja, das ist, wenn man gar nicht mehr weiß, kann man immer noch das machen. Ist halt nicht sichtbar, was dann passiert. Gut, ja, dann vielleicht, ach so, nächster Termin, ich bin jetzt erstmal eine Woche weg und ich gucke dann, dass ich einen Sonntagstermin irgendwo finde und es wird dann, hoffe ich, jemand von Klagepaten auch dabei sein und der Termin wird dann auf jeden Fall mindestens im Telegram-Kanal erscheinen. Vielleicht mache ich auch nochmal ein extra Video dazu. Also ich will euch einfach nur nochmal mitgeben, es geht weiter. Ich möchte, würde es gerne weitermachen und ja, soweit erstmal. Dann alles Gute und bis bald.